So, liebe Leute, hier ist wieder euer Ramses von den Kings of the Hill. Ihr wisst es, 40K am Start, heute WTC, jetzt bin ich auch mittlerweile am Start. Sehen wir hier immer den Captain. Hier gibt es Referee-Gespräche. Wir sind heute hier auf dem Donnerstag da, wo es jetzt quasi nochmal um das... Kurz warten, er will nochmal checken wegen den Regeln, dass wir nicht gerade im Stream irgendwas machen, weil die auch okay. Close-Ups machen und so, dass wir kurz warten noch. Wir fangen mal hier kurz die Stimmung auf. Fritz, lebende Legende am Start. Der Hunger ist da, ne? Genau, hast du da Feines? Chicken Curry. Chicken Curry, okay. Ja, kann man mal machen, Leute. Kleiner Umblick hier noch. Ihr seht das, wie brachial, vast, breit das ist. Und es ist jetzt alles noch die Ruhe vor dem Sturm, weil nur hier ein paar Leute reden. Es ist ja nur wirklich ein Bruchteil da, ne? Kann man das sagen. Eigentlich ist noch keiner da. Aber es ist geil, dass wir jetzt als Team Germany hier komplett sind. Wir haben gerade so einen kleinen Huddle schon gemacht. Heute nochmal ein paar Sparringsspiele machen wir, ne? Ja. Hier zeigen wir euch jetzt gleich, wir sind gerade noch in der Klärung. Das ist das Warmaster GT. Das sind jetzt der Top Cut, die letzten vier Spieler. Das ist das Halbfinale. Du darfst rein. Ja? Ist okay? Okay. But I don't speak, I don't talk, right? I don't speak, don't talk. Okay. Thank you very much. Und genau, wir haben hier vorne am Table haben wir einmal, ich weiß nicht, von Art of War, der Match spielt, wenn ich das von hier sehe, Drukhari. Auf der anderen Seite aus Australien Necrons. Und an dem zweiten Tisch dort hinten, den ihr seht, haben wir einmal, ich glaube Frankreich ist das mit einer Salamanders-Liste. Und ich weiß gar nicht, gegen wen er spielt, aber das sind auf jeden Fall Tyranniden. Und deswegen nehme ich euch jetzt einmal mit, ich gehe mal rum, aber ich werde dabei nicht sprechen und gebe euch danach dann wieder Feedback. Ihr habt lange genug gewartet, aber jetzt sind wir da. 40K Kings of the Hill, jetzt gibt's die Bars. Mach die Airbrush an und dann base die Figur. Pack die Würfel in den Sack und dann straight auf die Tour. Fahr nach Wertburg, Berlin, München oder Hamburg. Spellica, TTM, egal welcher Standort. Hauptsache zocken, je härter, desto besser. Battle Rap Tactics, jede Woche fresher. Normal, wir feuern Bolter wie ein Space Marine. Danach wechseln wir, entspannen dir, Soundtrack Dream. Du kannst machen, was du willst, wir killen ein Screen. Kings of the Hill, kommen nicht mit War Machine. Wir rollen smooth durch die Routen wie ein Longboard und landen auf den ersten Plätzen wie eine Concord. Und gibt es ein Problem, nur weil ihr keinen Bock habt, zögern wir nicht lange und wir von die Snotzogger. Okay, jetzt können wir nicht anfangen zu spielen. Ich komm mal kurz hier, ja? Ich darf da nicht reden. Hier haben wir natürlich auch Team Germany und erweiterter Kreis. Ein anderer ist unterwegs, der Jan Anomander Rake und der Matthias. Ihr entspannt euch noch ein bisschen, ne? Ja, hier ist schon spannend. Wir versuchen ein bisschen zuzugucken. Aber sieht man von hier viel? Man sieht die Harpien, den Hive-Tag. Ich habe jetzt gerade geguckt, also bei den Salamanders steht nicht mehr viel. Mal gucken. Nicht? Nee. Da hinten? Ach so, da hinten in der Ecke noch ein bisschen. Ja, okay. Ich bin mal gespannt. Streamen das Spiel? Bei dem? Necrons sind ziemlich tief weit drin. Muss man mal gucken, wie das ausgeht. Ich schau mal. Ich wandere aber noch mal ein bisschen weiter. Ihr seht da, die Franzosen haben ein richtig krasses Setup mit Livestreams am Start. Richtig geil. Können wir auch noch mal hier kurz. Allez le bleu! Allez le bleu! Freuen die sich. Ja, es ist schon mal also für den Donnerstag hier richtig geile Stimmung, muss man einfach sagen. Wir sind echt gespannt. Ab morgen, wir haben Donnerstag heute, ab morgen geht die Luzi hier ab und deswegen heute nochmal nutzen, um eine Vorbereitung zu haben. Ihr seht auch, was hier noch so am Start ist. Ich gehe auch nochmal ein bisschen weiter, dass ich hier noch so Feines habe. Ja, keiner weiß, nobody knows why Nick has a... What is this? This is our mascot. This is a mascot. Klaus? Klaus? Are you for real? Yeah. Yeah. This is our mascot, Klaus. Oh, but this is not well maintained here. The nails. So we found this in a dumpster in Amsterdam, and is it's it? Come all the way from Amsterdam. Is it male or female? Definitely female. Yeah. Okay. It's definitely female. Beautiful, like. It's shaved, yeah. It's no nice. Hair. Yeah. Okay. Yeah. Very nice. Interesting. Yeah. Nick, we will also catch up with Nick later. Yeah. First, he has to take care of the leg. Klaus. Klaus. Fred, nehmen wir auch noch mal kurz. Ist das hier vegan oder was? Das ist hier vegetarisch, ne? Das ist das vegetarische Poweressen. Ja. Ja. Damit können wir 9 Stunden durchkonzentriert spielen. Ja. Ganz wichtig. Extra hergestellt in einem Berliner Labor. Ja.
Wieso immer Berlin? Alles weiß ich. Direkt hinterm Kotti. Weil die Hipster sind aus Berlin. Ja. Und ja, mit einer Spezialzutat aus Petershagen. Ja, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht wegen Ernährung auch. Gestern waren wir schön essen. Heute Mittag machen wir jeder so ein bisschen selber hier Baguette. Genau, Mittag nur ein bisschen. Genau. Nicht so schwer essen. Ne? Genau. Aber heute ist ja egal. Heute, ist ja heute könnten wir uns auch voll weg genau. fressen. Ja. Aber heute Abend werden wir gemeinsam hier kochen. Nudeln stehen am Start. Italienischer Abend. Ja? Italienischer Abend. Italienischer Abend mit 500, Deutsche Vita. Mit 500 Gramm Butter in der Soße. Ja. Ne? Genau. Muss ja auch schmecken. Genau. Welle ist auch schon heiß. Immer. Ne? Also man merkt schon, das Ding zeichnet auch kompetitive Spieler aus. Die wollen immer irgendwie auch schnell loslegen, Würfel in der Hand haben und irgendwie nicht hier irgendwie rumjuckeln. Ne? So, ne? Wir suchen uns denn mal einen Gegner. Ja. Suchen wir doch mal einen Gegner. Ja, wen willst du? Es sind ja noch nicht so viele da, muss man sagen. Aber auf was hättest du so Bock? Mir ist völlig egal. Ehrlich jetzt? Willst du echt jetzt, soll ich dir versuchen, ein Game? Hm? Franzosen? Ja. Ja? Okay, ich frag mal kurz. Okay, Leute, ich frage mal jetzt gerade, ob ich hier für Fred ein Game machen kann und dann melde ich mich gleich zurück. Alright, we now switch to English. We have some of the French team is it here, right? Yeah. Of the French team. Maybe your name, what's your name? My name is Robin. Robin, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Frank, Zieg. Frank Zieg. 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 Okay, nice. Zigzag. Okay, and you are? My name is Edward. Edward, yeah. Nice to meet you guys. I just asked if they can play against Fred because he's looking for a game, but they do one game internally, and maybe later you said in the afternoon you can make a game, huh? Yeah, sure. Same. You're playing Sisters? Yeah, I'm playing Sisters. There is my army just right there. Okay, we take a quick look. Okay, nice. I mean, we in Germany are jealous of the French community because really? It's so strong. It's big, you know. Like yeah, we have a huge community. Yeah, we have like thousands of players, painters, a lot of people are helping us. Yeah. So on the way we choose the team, I don't know if you know. You have I'm a German guy who's trying to bring your system to Germany. Oh really? Yeah, but it's not big enough yet. You have teams who play against other teams, and the team who wins is the team, right? Yeah, it's kind of the idea. We have a system of leagues, like the third league, second league, first league. Yeah. And the winner, the captain of the team who wins the first league can choose the team. Ah, okay. He chose the players. And this year is the first time in France. He chose to pick one player of every team, like to do the best, all the best players in the same team, instead of playing just one team, the one that won the event. And that's but all. I think it's amazing. Yeah, you have that active community. You have tournaments with 1,200 people. We did the big tournament in May. Yeah. It was like 1,200. I was invited too, but I couldn't make it. Yeah, I would have come there just because also for the experience. I think it was nice. Huge. Such a big community. And it's not a tournament; it's an event. You know? Yeah, it's both, and that's why it's nice. Yeah. But we are going to do the same next year. Yeah. With international teams. We already talked also to some other guys. We are more than happy to. Oh, so cool. We're going to meet. So. Sure, I'll be there. Thank you very much. Yeah, and let's play this afternoon. Yeah. I mean, I'm only a coach this year. Okay. But I bring you some of the cool players. And how do you feel about the teams you're playing for the first? We have Scotland, we have Spain, and we have Norway. Yeah, I don't want to be. It's doable. I think we have a good chance. We will see. But the Spain team is quite good, I think. I heard many people have them as like I don't want to say underdog, like a dark horse. Yeah, I think that's it. I think that they are the underdog in this one. So. We will see. It could be nice. Let's check quickly on Zig. Yeah. What are you playing, Zig? I bring Thousand Sons. With Magnus the Red. What's your role? You will score? The big one. Your role is to score high or? No, I don't know. I think my role is to try to make a 10. Yeah, 10 is good. Like an army from the opponent that is supposed to win, you draw them or something like that. I will try. You will try, And how many games you have played with this army already? Mini games. 100, maybe. No, 50. Ah, it's 50. 50. Okay, 50. 50 games. Since 1 month. But imagine, guys, in Germany, 50 games with this army, we have a lot of
you know, that's also what we would like to do, but... This is TTS. Yeah, okay, oh, you do TTS? Yeah, yeah. I play a lot on TTS. And then you play full rounds or sometimes only just, you know, quick TTS, 1-2 hours? I like to play full rounds. Full rounds, okay. I play on the international TTS, the American server. Ah, yeah, okay. Yeah, okay. And on the French server too. Yeah. We have a big community TTS in France. Yeah. And we do some tournament in France, tournament on 1-to-1 or team tournament. Team tournaments too. Mm-hmm. This is a good support to upgrade your level, your level game. Yeah, yeah, the level of your game. Yeah, yeah, I know. Yeah, we also Germany is strong in TTS. It's adapting, but it's still the French community is so much bigger and I would say more intense. You know, you have tournaments every week, big tournaments. You have 1,200 people tournaments. It's crazy. You know, like yeah. We really want to try and copy that in Germany too. We have two server TTS doing some tournament in France. You're welcome. You can. Yeah, no, you I can. Will. I will also come because yeah, I speak some French. You were speaking of physical tournament. Yeah. Yes. And from, let's say, West Germany to Paris, it's not super far. I think it's 4 hours. It's doable. Mm-hmm. Yeah, there was a German in the Paris Grand Tournament, I think. Yeah? Okay. Yeah, a German is coming this year. It wasn't too good. C'est ça. Yeah. So. But yeah, we will see. But I wish you best of luck, guys. I hope we meet you later, sooner or later. Yeah, Saturday perhaps. Yeah. Then we will see. Are you in the same? Not the same. Not the same pod. No, not the same pod. But maybe Rubin. On Saturday. Yes. Yeah. But I'm only a coach. You will not play me this year, but maybe next year. Yeah. Have fun. Yeah. So thank you very much, guys, and I'll talk to you later. Yeah. Bye. Can't see. I see it. I see that we are on it, right? Yeah. We look is centered it? About. So we good? Yeah. It's good. It's good. Sweet. Yeah. So you good to go? I'm ready to go. All right, party people. Now we're here in English, of course, with content here. Kings of the Hill, you know what's up. And I have here with me the infamous Mark Perry. So Mark Perry, maybe a quick introduction for the German audience out there. Mark Perry coming down from the southern crazy parts of Florida, Louisiana, all that, United States. So a little bit different than your normal one, I guess you could say. But I've been playing 40K for a good hot minute. Now, tomorrow makes half my life. Oh, really? So that's a cool accomplishment, and it's my first WTC, so I'm like, awesome. That's your first one. Yeah. Okay. So, excited to be here and so forth. I'm pumped. I'm ready to go. Yeah, we can really see. I mean, I think you're quite well known from the Art of War team doing like Orcs, of course. That was like your first runner and the Chaos stuff. You like to invent lists there. That's like kind of your specialty, right? Yeah, Chaos is like my main, and then we just went for a long phase of... We didn't get any chaos rules. Yeah. I'm like, oh, sadness. I've been orcs are like some of my first models I ever had. So like it was nice to be able to bring them out and just that codex drop and really kind of go. And the wind is working with us. Yeah. Support, lean. Yeah, but nothing can happen, right? So, nope. Yeah, okay. And this here, so this is your first WTC, you say. What is your role in the US team? What are you playing this in this tournament? So really, I'm more of a flex role because like one is I'm good at going out for getting those big margin points. Mm. I can do that, but I'm also very much a brawler too. Mm. So it's very flexible on the fly what I can do because I can just, I don't typically die. I don't roll over and die for the most part. Mm. I can just take it to the face, hit me up as much as you want. So I can do those type of styles depending on what is needed for the situation for the team. Okay, so here you're with Necrons, right? Yeah. Necrons, yeah, interesting. So has it been a focus also before or just for this event, like that you're also digging into Necrons? Because I think this also like Richard's forte, if you want to say, right? So like it is very much like Siege is like one of his favorite faction, one of his main ones. Yeah. Been practicing with him like a little bit, delving into him and learning more and more familiar with the rules. For the past couple months as a possibility because we didn't know how Nephilim was going to change and so forth. Of course, yeah. And then, like, I have some really close friends that are some very confident Necron players. I'm used to building a lot of lists with them. Yeah. So, like, I knew kind of what to do. I'm like, I knew what screws me over and what really messes me up. Yeah. And that for me, so I was like, okay, cool, this is how I'm piloting. I'm like, oh, this is weird. Yeah. I'm used to being on the other side of this. Yeah, from the Necron part, right? Yeah. And like maybe also to give the you know the German community a feeling like how many games were you able to put in you know with this list you know to get in, more or less probably like 20+20+ so right. All analog or also TTS no TTS I only do tables I
just don't do the computer thing. I just don't have the time for it. Yeah. So it was all practically just, you know, us doing in our own little trap house and just practicing it out. I think that's one of the sickest things out there. You have your house there basically, right? Or like the villa community or whatever you want to call it. Then you all live there, right? Not all of us anymore. Some of us are very close. Okay. So but more or less in the same area you live there. Yep. So basically, and you do this also full time, right? More than part time. I don't do it full time right now, which is why you don't see me on the channel as much. I see. Okay. But it is like my primary, like part time job, primary hobby. Yeah. That situation. I mean, that's still how we operate in Germany. You know, we of course we push the content, do all that stuff, but obviously we have to have like a day or main job, and we do it on top. We hope in the near future we can like close the gap more and more, but we will see. I think France is an amazing example. They have 1,200 player tournaments there. They have 20,000 people watching streams, and maybe one day, you know, we can all do that. Yep. It's one step at a time. It's us, the community, all together, just slowly growing. Yeah, it's growing, right? Yep. And still, I think I would say you're living the dream because you can get so many games, and you know, with that list. Apart from that, you also are shown in reports doing Chaos stuff, still Orc stuff, right? So you play a vast majority of, or diverse, let's say, point of armies, right? Yep. I am flexible for a fat man when it comes to factions. I can play a lot. And I like to, like you said earlier, like to invent a lot of different things because I just don't want to be the norm. I like to be able to make any meta list, to like develop a list that could possibly be meta and so forth from ground up. That's me in a nutshell. Yeah, I know. And if you could choose, would you say you're the brawler type? You would like to, you know, to go there, punch, and have a fight, you know, somewhere? Or that's my typical saying. Like, I just want to get bloody. Yeah. Okay. And is it like your first time in Europe? Or It is actually my first time being over here in Europe. Yeah. So it's really cool to be able to walk around and just see all the different stuff. Just taking it all in piece by piece, everything I can see. Big details. So, like, I'm like, dude, those ruins are like, not ruins, Lyle. The buildings are so much older and such different design. Yeah. And seeing that is really cool. Also how the city's made up, right? Yeah. It's not like this, I think in the US you have a lot of cities which are planned. You have these avenues and you have corners and all that stuff. Yep, right? And they're just slowly expanding out, and they're all relatively new in like the years. Of course, man, of course. Yeah. And so basically, maybe also just to give a quick wrap up, your whole trip was like you went from the US a bit earlier, I think at the beginning of this week-ish. Mm-hmm. Had a stopover in Sweden, was it? Or some of the other guys did. I went straight from New York to here, actually. Ah, is it? Okay. Yep, but I'll be going from leaving, I'll be going for Amsterdam, back to homes. Yeah. Okay. You still enjoy a day or two in Amsterdam, or you go? I think I have some time in Amsterdam. I think it's like a 7-hour layover, so maybe it's getting out, doing something, and going back in. I can highly recommend Amsterdam. It's a dangerous place, not in terms of criminality or whatever, but there's so many distractions. You know, you can do this, you can do that, and all this stuff. Yeah. Just try not to miss my flight. Yeah. No, man, it's really a pleasure having you here. Of course, even though I'm part of the German team, I wish you all the best of luck and fun, of course, in the games. Is there anything at the end that you want to say to the German community or whatever? Well, thanks for having me on. Of course. And also, guys, remember just to stay brutal but cunning. Brutal but cunning, yeah. That's Mark Perry as it gets. Thank you very much, guys. Have a good time. Bye. Thank you for having me on, bud. Thank you, man. Really good. Ooh. So Leute, hier nochmal aus der Distanz seht ihr eigentlich fast das komplette Team Germany nochmal am Sitzen. Was wird da gemacht? Ihr seht David in der Mitte, der geht nochmal hier und da, wo noch Pairing-Einschätzungen fehlen. Alle hören so ein bisschen zu, nebenbei wird noch ein bisschen geschnackt, wird nochmal Input gegeben, alle sind gut drauf. Martin ist heute auch da, ist halt richtig geil, dass jetzt das Team endlich quasi komplett ist. Das ist richtig cool. Und langsam kommt hier auch der Vibe und der Spirit auf, den wir brauchen, um einfach nicht nur vom Körper her, sondern auch von der geistigen Performance hier richtig geil zu performen. Deswegen, gerade mit Sean Nade nochmal geschnackt, vielleicht erwischt ihn auch nochmal später. Das ist einfach geil, dass das Event auch in dieser Hinsicht so ein bisschen auch intim ist. Und das ist halt eine richtig coole Sache. Von daher, ich kann nur jedem empfehlen, mal zu gucken, wie man das auch mal macht für Deutschland oder bewerbt euch nächstes Jahr oder was auch immer. Guckt mal, was geht. Guckt, ob ihr mehr ins Hobby geben wollt und dementsprechend auch mal hier Anwärter seid. Also ist richtig cool. Hier natürlich der Captain Lim. Er zeigt schon, hat schon viel gemacht, aber ich kenne ihn ja mittlerweile ganz gut. Hat auf jeden Fall richtig viel investiert und wir drücken die Daumen, dass alles sich so ausspielt. Von daher, let's go.
All right, party people, here it is. We have another, I would say, a prominent person here, popular person also, Manny Chima. Welcome to our quick interview here. Hi, guys. So, yeah, he already showed it, just the reigning champion currently, England. It was 3 years ago, actually. 3 years ago. It's not happened for 2 years. It's crazy. You know, I want to say as well, that's my favorite thing about this event coming here, is seeing everyone after like 3 years. There's like so many familiar faces that I haven't seen in like 3 years. So it's really nice that it didn't get stopped for anything this year. Really good that it's happened. It's amazing. Was it like your first WTC that time? No. That was my fourth one. Your fourth one. But your first win, was it? Or yeah, my first win on the team. Yeah. Okay, yeah. So we, I think while I've been playing, we were fifth, then fourth, then fourth, then first. Ah, nice. So you come here with, let's say, with a broad chest and say, okay, since you're the reigning champion, you're here to grab it again, right? To defend the title. We're going to try. We're always going to try. That's not so shy, but you could say, you know, England, you know. We're always going to try. That's it. Yeah, definitely, definitely. I think we have a strong team and we have strong lists. We have very strong players. Yeah. So we can do it. We can do it. But there's other very strong teams out there, you know. So I think, you know, like Germany, Poland, USA, Australia, there's some strong teams out there, man. So you name it. It's gonna be a bit of a crazy one this year. Of course, man. And for me, it's also interesting this year from a coaching perspective to see. You know, you see the list in theory. You know, okay, there's a strong player behind it. Mm-hmm. But now seeing them spar, you see the nuances. You know, you see. Yeah, you see like really the little tricks that each player has put in themselves just to like make the list a little bit different and why. Because you see, why have they taken this unit? Yeah. This unit's not very good. And then they come out with a little trick that they've come up with and you go, that's why that's in there and things like that. Yes, so and really cool, and a very straightforward strategy also, what I see. Yeah. Because when you take the list and you haven't created it, you don't have the red string, you know, the plan, the continuous plan. Yeah. And this person who creates it, that's why we always say, never copy a list, try, you know, to invent try to write your own. Yeah. Even though it's a bit odd or different, you have your own plan. So you've been enjoying. I mean, yesterday we were in socializing a bit also, no, right? We had some drinks, we had good times. Yeah, we were sitting at the bar. There was like three of us left in the bar, and like everybody else had gone up. There was like 100 of us at the start of the night. Yeah, it was crazy. Everyone else had gone home, and it was just three of us sat at the bar. It was with Brad Chester and James Ramsey. Yeah. And we just sat there, and then the bartenders come out, and they were like, we said that we don't close, but it's time to close. And we were like, okay, no problem. And then we stood up and we looked around and everyone was gone. And we were like, how have we not even noticed that everyone's gone? And then we looked at the time and it was 5 o'clock this morning. Yeah. And we're like, oh man, we've been out like quite 12 hours just drinking. But if the time passes, you know, then it means it was a good time. It's good. It's good. And that was the thing, because everybody's meeting up after like 3 years, like we say. So it's nice to have a drink with everyone and, you know, meet everyone again. It's good. It's amazing. I can only recommend for you guys, if you ever have the chance to meet Manny, you know, just chat him up, just hit him up. He's always open to, because the first time we had contact was the Ironman in Amsterdam. As I recall, he was there with the Grey Knights. We happened to play side by side randomly, so it was a great day. We also went to Burger King and all that stuff. Burger King and all that stuff, yeah. So since then, it was also for me very interesting to see how his platform, Glasshammer, please check it out, guys, is growing. Thanks, guys. Because, he does basically the same that we do, but in a more professional way, and he has a bit more resources, I would say. You do reviews, you do bat reps, you have the Glasshut itself. I really want to visit it someday too, because whenever I see your pictures, it's also a cool place to hang out, have some drinks. Yeah, it's a really cool place to hang out. We have like a full bar license now, so you just come in, have a few beers, play games with your friends. It's quite cool. And people can just pass by, right? You don't have to like No. So actually we plan like in the near future a trip to Nottingham, and maybe we can combine it. Oh, that'd be really cool. We're only 1 hour from Nottingham. Ah, that's amazing. Very close. Man. That's amazing. Yeah. So be awesome. Maybe for this tournament you play Sisters, right? Yeah, Sisters, yeah. And I love them. I think they're really cool. Really fun army to play as well. Yeah. Because they have a very good interaction in multiple phases. Yeah. So I like those armies. You know, you have very, very good movement options. You have some good shooting options as well. And you have like great combat. So you've got things you can do in every phase. You can interact with your opponent's turn. You have fight on death. Like Celestine can just heroically intervene and make units only hit her. You have like all these little things and tricks, and you can do things in different phases and things like that. So I think it's a very like interactive army. Like it can
do what it wants in different phases. So it's always really fun to play an army that doesn't just do one thing. It can do loads of different things. But yeah, it's good. I think it's really cool. It also depends on the player type, right? Yeah. Some people can be overwhelmed to have to be active in certain phases. They like to have a better, you know, macro game, you know, less interaction. But I think for a skill player and you're an experienced player, it's the more, let's say, of the tools that you have, the better, right? Yeah. Okay, and maybe also for the German audience outside there, like just to give them like an idea, how many games you got in with this army on the table? You know? So like in the last month and a half, I've played about 50 games. 50 guys, 5-0 games. About 50 games with the sisters. Yeah, I've gone to a couple of tournaments with them. Yeah. I went to the Bournemouth Super Major in the start of July. Yeah. With them, and that's like 7-round super major, and I played against Tyranids, Sisters Mirror Match, Necrons, Blood Angels, so like all the good armies. Yeah, so that was really good practice to go to that one, and I managed to win the whole event. Congratulations, so yeah, that was really cool, like to see that what you do in the different phases with the sisters, you can interact with all these other top armies, and you're not always going to win them, but it can be very, very good close games. Yeah. So that was really cool to see. And yeah, I've played about 50 games with the army. That's something, you know, when you do it full time, that we also dream of 50 games, you know, really have it. That repetition, you know, I think there's many players of you out there who don't even have that in a year, you know, so... Yeah, it's pretty hard, isn't it? Yeah. We're quite fortunate in the fact that it's my full-time job now. Of course, it's amazing. My full-time job, we also talked about it last night. Guys, we're also ambitious and, you know, slowly, step by step, we want to get there. Yeah, hopefully, mate. Yeah, that'd be really cool. Then we can also find some more corporations here and there to support each other. Definitely. Maybe to close it out also, because it's fucking hot in this sun. Oh, yeah? It is really hot, For me, it would be just, I think also for the people outside there, like, what is like your goals, and do you have goals in 40k like that you pursue, or like tournaments you want to win, or you want to, something you want to achieve, or with the community or whatever? Is there something out there? Yeah, I mean, we're growing the local community in like Telford, like where we are in the Midlands, because that's the whole idea of the Glasshouse. Yeah, is we just like different people coming in and playing games, and because we don't just play 40k there. Yeah, like people come in, they play Magic the Gathering tournaments. Nice. Pokemon, Yu-Gi-Oh! Nice. Tournaments. Yeah. So loads of card games, people come and play Age of Sigmar. Yeah. Lord of the Rings, Star Wars, Legion, X-Wing. So we have like loads of people that play loads of different games. So it's all about growing the gaming community in general for us. That's what we really like to do. And in terms of like 40K, I love playing for the team. Yeah. This is my favorite event of the year. My favorite event of the year, WTC. I think it's great. That's the thing I think also people have to grasp, is like, you can do all the solo and the single tournaments, win here and there. Yeah. But the inherent feeling from inside that is like success in 40K is the team and the role that you have in the team to deliver on that, right? Yeah, and like in terms of like singles play, like ambition and things like that, I don't really have, like, my ambition is to just play people and have fun. Yeah. Like, I'm just like, as long as me and my opponent have a good game, and we've had a laugh, had some beers, and roll sixes, play the game, and roll sixes, of course. Just roll sixes, bro. Yeah. That's it. So you just roll sixes, bro, and that's it. You play, have fun with your opponent, and I think that's what the game's about. I think you just gotta have fun with your opponent. And if you win along the way and you win some prizes, even better. Yeah. But I think the main, like, my focus is having a good game with my opponent whenever Absolutely. I play. That's what I like to do. And this is my favorite event of the year. That's it, man. Just come in here, because you come as a team. When you win as a team, when you lose as a team, and you pick each other up and things, and then you go and you play the next round. So I think the team experience is the best way to play 40K, in my opinion. So guys, if you ever get the chance to play in like a team event, do it. And every point counts. Yes, every point counts in a team event. Yeah, no, thanks, man. I mean, we're also now focusing also, moving a bit away from the tournament part. It's like, of course, organizing a tournament, but creating an experience, an event. Yeah. And we want to see over the couple of, you know, over the course of the next year and months, if we maybe can get you guys also to Germany with the right incentives. Oh, that would be really cool. And then maybe we can create something together. Awesome. That'd be awesome. Thank you very much for having me on the channel. Highly appreciated, Mani. Thanks, guys. Thanks for listening. Have a good one. Thank you. Bye-bye. They're in his Airbnb, not here. Okay, Leute, wir sind wieder zurück. Wir haben hier ein kleines Sparringsgame. Bitte? Wir haben hier ein kleines Sparringsgame, ne? Ja. Bell spielt nochmal gegen John Lennon from Art of War. Was spielst du? Du spielst Sisters, ne? Was spielt er? Die gute alte deutsche Sisters-Liste, und er spielt Custodes. Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Custodes ist ja natürlich nicht ganz so häufig hier vertreten, deswegen. Nee. Ich glaube, das ist ein besseres Testmatch für ihn, ja. Aber es ist auch für mich gut, einfach noch mal ein bisschen, noch mal mehr, immer mehr Sisters zu spielen.
Für mich ist auch nochmal interessant zu sehen, wie er sie wirklich auch spielt. Ich habe die Liste jetzt auch ein paar Mal gespielt und ich sehe noch nicht so richtig die Punkte da, aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Hoffe ich doch. Ja. Yeah, John. Yeah. Camera's rolling. Excellent. Nice to have you. I don't know if you, yeah. Oh. We're barely on the on the yeah. So for everybody out there, German audience, John Lennon from Art of War. Howdy, howdy. I mean, for us, we all know we're all cooking with water, but still for us, you are all somebody. You know, like it's nice. It's, and yeah, you're playing your Custodes. Yeah. Yes. Yeah. Is it your first WTC? Yes, this is my first WTC. It's actually my first time in Europe. Yeah. Period. So I'm just having a good time. I'm very, very excited to be here to get a feel for it. Of course, get a feel for the tournament. How was your, let's say, the logistics from so far? Did you also spend some time elsewhere than Belgium and Europe, or you just came into Belgium? Came into Belgium on Monday. Yeah. I brought my girlfriend with me, enjoyed a couple of days. Nice. It's very cute here. Yeah. We've had a good time, but now the work trip begins. Yeah, I know. I mean, I think you spent some time with our captain Lim already. Yep. Or Calvin. And so you play in the Custodes list. Yes. The Custodes player. And are you excited for the games? I'm super excited. I'm excited to get practice. I'm excited to meet, you know, hopefully play like 9 different people if I can get my hands on them. So I'm just really excited to be here, meet new people, have a good time, learn a little bit, meet, you know. Yeah, very nice, man. So. I mean, I just also talked to your buddy, Mark. Are you living in this house, in your trap house, to say, you know? Or? I am not. You're not. I live about 10 minutes away with my girlfriend, and I just spend 12 hours a day at the trap house, and then I come home. So, okay. Has it always been that way, or was no, there a time? No, I used to live there, and I moved out. I see. Yeah, for greener pastures. Of course. I mean, like, it's a different ball game with a girlfriend, you know, when you do your boy stuff. It's better just to be with the boys and then come back to the... Yeah, it makes it a little easier to manage my time. Yeah. Because if I lived there, I found that I would play Warhammer until 2 a.m. Yeah. And that was good. But, you know, having a girlfriend's better. Yeah, so, of course. I chose my priority on that one. No. I think in the end of the day, we all do if we can, you know. Yeah. Because it's a bit more sustainable and gives you also, I think, or covers more aspects in your life than only just Warhammer, right? Yes, that has been the best part. Maybe a quick question also for inspiration, also, you know, for the German audience out there. Sure. Are you already in the position to have full-time 40K, to make a living from that? Yes, yeah, I have been doing full-time Warhammer since the end of 2020. Oh, that's so amazing, man. That congratulations. Is my only, oh, thank you. It's, yeah. I've been lucky to get here, yeah. But it is my only job, and hopefully it will continue to be so, but business is good, so I don't see it change anytime soon. Yeah, I mean, we are also aiming for that on the long run, and is it really like you wake up, let's say, you sleep out, you have your breakfast as a normal person, right? Yeah. And then you think, okay, today I'm going to do a bed rep, or I'm going to do a podcast or whatever. So you basically choose within the hobby everything you want, and it's basically living the dream-ish? Or? It's a lot of administrative work. Yeah. It's still a business. So there's plenty of Warhammer, and that's all the stuff on camera. But behind the scenes, it is still a business we run. So I do a lot of that aspect, but it is nice that it's, you know, a couple hours of customer service, and then I do a tier list and talk about Tyranids. I prime some models, get them ready for next week's game, then I play game Warhammer. So you're still painting? I do most of our painting, actually. Okay. I painted a whole Custodes army this week. Yeah, that's what many people, of course, when they don't create content, they wouldn't understand so easily because, you know, they only see the content. They say, John, why you play this army? Why you did this? Why you did this? But they don't see the production time behind and all this stuff, right? Yeah, there's a lot of things like that. And, getting things painted on stream is very important to us. We don't want to just have gray models because it's not as fun to watch. Yeah, of course. So sometimes it's like, I'd love to put this list down, but right now I don't have 3 painted Caladius, so we're gonna do 2. Yeah. And is 3 better? Maybe. But I'll let you know when I have a third paint. of course. I mean, we guys are watching you closely because we celebrate what you do. And we're also slowly trying to close the gap in Germany for the German market. You know, let's say we do it now 30%, you know, content, and then 70% still the main job and all the stuff, and slowly, you know, crouching up. Yeah. And that's how I did it. I had several months, like maybe 4 or 5 months, where I was working 40 hours a week at a
normal job, I was recording a lot at night. Yeah. And I kind of got to the point that I could switch it. Yeah. And then I ran with it. Yeah, that's I think that's maybe the best situation, right? Yeah. Because you didn't have to take the biggest leap of faith and just jump in and have the risks, exactly, right? Yeah, you could do a smooth transition, right? I got to put my toe in the water first, make sure I wouldn't ruin my own hobby, would still enjoy myself, and that I had, you know, a roof over my head and food to eat. Of course. And when I had all those things, I was like, all right, let's do it. Yeah. Maybe I want to leave you to it, of course, too, but maybe as a last question also for myself, because one of my main factions is custodies. Yeah. In the state they are currently in, we are now in August 2022. You can always play a faction, you can have fun with it, you can find some competitive builds, but do you see custodies at some point winning more than an RTT? Capable? I think they're capable of it for sure. Yeah? I think that they've been a little underestimated. Okay. I think it requires skewing your type of list a little bit. Unfortunately, I think that the good old, we call it custodies good stuff, where you took a couple dreads, a couple bikes, one tank, Trajan. I don't think that works. I think you pick a direction and you go hard into it. Yeah. You go all dreads, okay, or you go all bikes. And I think when people embrace that, I think that custodies get a little bit higher in tier than people expect them to be. And shockingly, when an army is like out of the meta for a couple months, they kind of forget. Yeah, that's like, true. Like, everyone's going to be like, oh, custodies, I know you can only make me not reroll once. And I'm like, yeah. And then it's going to be like, still a Tanglefoot grenade. It's been here for 4 years. And there you go. Yeah, I say, yeah, no, that's absolutely right. And still, if you had a magic stick now and you would correct maybe one or two slight things, to make them better, what would you do? Or what do you think would bring them back to, life? I want the non-troop infantry to get objective secured back. 100%, that's also what 100%, I'm saying. 100%, that's what I want. Maybe leave the chars out, the characters, leave them out. Maybe leave the characters out, but the non-characters, give them objective secured. Yeah, because there's currently basically no incentive to play them, right? Because Wardens took, because they lost both of the rules that mattered. Yeah. You know, they, now it's like, oh boy, this isn't, yeah. So that's what I would like to see the most. Okay. Much appreciated taking your time, John. Have a good sparring game. Well, of course, even though I'm part of the German team, I wish you best of luck and fun in the games. Oh. So, I have to do that. Dirty. And have a good one and all the best and enjoy the time in Europe, man. Reach out, thank you. Thank you, guys. Bye. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin jetzt hier mal ein bisschen an den Rand gegangen, weil die Jungs wollen natürlich spielen, es wollen ein paar Leute auch zugucken. Es geht darum, wirklich diese Stimmung hier aufzufassen, euch was Gutes zu geben. Ich hoffe, das geht mit dem Ton einigermaßen klar. Heute ist auch noch nicht ganz so voll und natürlich können wir da jetzt auch nur Englisch machen. Ich kann auch nicht alles covern. Das ist man gerade nicht. Der Martin hat sich ja auch gerade dazugesetzt. Aber es ist einfach sehr geil, dass es halt in Anführungsstrichen intim hier ist. Man kann sich die Leute einfach in Anführungsstrichen grabben, mit dem jetzt hier ein kleines Game machen. Und, oder Manu, habt ihr es vorher schon vereinbart, das Spiel? Bell? Ne? Okay. Habt ihr es spontan gemacht, ne? Ja. Ja. Hat spontan jetzt hier ein Game mit dem gemacht. Also richtig geil. Ist natürlich ein großer Vorteil und insgesamt muss man einfach sagen, Vibe sehr, sehr positiv. Wir als Team auf jeden Fall wir sind die Einzigen, die hier einen Huddle gemacht haben, richtig die Halle zum Beben gebracht haben mit einem Kampfschrei. Das war auch cool und deswegen werde ich jetzt mal gucken, auch aller Content, den wir hier machen, schauen wir, wie es nur zeitlich passt, ist on the fly, es ist nichts geplant oder geskriptet. Und von daher hoffe ich aber, dass ihr Spaß da draußen habt, ein bisschen was seht und dafür sind wir auch da und Von daher das nochmal dazu. Wenn man die Kamera jetzt dreht, dann sieht man, glaube ich, auch nochmal mehr. Du willst dich nicht zeigen, oder? Ja, ist okay. Ja? Das ist einfach nur faszinierend hier. So eine absolute Legende gegen John Lennon. Ja. Ja, ist für uns so, ne? Das sieht man sich gar nicht leider machen. Ja, so ein bisschen jetzt. Was möchtest du von mir hören? Nur einfach nur so, wie du es bisher findest, wie du das hier so aufpasst, wie es so für dich ist, ne? Ja, ist halt interessant, ne? Du läufst hier rum und siehst die Leute, die du aus Funk und Fernsehen kennst. Ja, für uns, ne? Wir leben ja auch in unserer Blase hier, ne? Aber es ist halt einfach so entspannt. Wir gucken hier so ein bisschen zu, wie auch Martin sagt. Wir kennen die Leute. Ich bin mit denen auch relaxed. Ich bin jetzt nicht so, als würde ich irgendwie Cristiano Ronaldo gesehen oder so. Aber es ist trotzdem beeindruckend, was sie erreicht haben. Die sind auch rumgelaufen, haben auch gefragt. Also Jack Hubster war bei uns am Tisch und hat gefragt, ob jemand gegen seine Tau spielen möchte. Ne, echt jetzt? Ja. Hat keiner zugesagt? Ja, ich habe jetzt nicht zugesagt, weil ich, wie gesagt, gegen Tau bringt mir das Matchup jetzt nicht so viel. Ja, ja. Krass, aber halt, das hat er sich einen Österreicher geschnappt und jetzt zocken wieder. Also hier kannst du jetzt hier im Prinzip wild das rumlaufen. Sieht man, das sieht man jetzt spielen. Auch, wenn ich hier kurz mal zoome, da seht ihr hinten auch ihn. Er hat sein, kann ich zoomen? Ja, genau, hinten ist der Check. Er hat sein Texas-Band hier auch am Start. Ich zoome mal kurz hier rein. Genau, und
also es ist wirklich sehr, sehr relaxed. Es ist gar nicht irgendwie hier, ne? Da seht ihr jetzt hier Nick Navarti, die machen da noch irgendwie, was ist in der Planung oder was machen die da drüben? Hier so neben dir? Ja. Ja, teilweise finden Teambesprechungen statt bei uns drüben am Tisch. Genau. Gehen wir nochmal durch die einzelnen Matchups durch. Pairings. Es gibt jetzt Einzelinterviews zwischen dem David Deathred, der halt die Pairings leitet, und den einzelnen Spielern. Es scheint, als hätten wir da wirklich einen super Pick mit dem David, der die Pairings macht. Also das ist auch so, in Anführungsstrichen, war mir nicht nur vorher schon klar, das ist einfach, der hängt sich ja auch richtig da rein. Er ist auch so schnell und der macht das richtig gut. Also der bessere Kombi kann man nicht haben. Er ist von der Front, er spielt selber, hat ETC schon gespielt, hat Bock da drauf, ist motiviert. Kennt den Laden in- und auswendig. Ach, der weiß alles, ne? Und, ja, der hat auch unsere Einschätzung gesagt, die wir jetzt noch nicht öffentlich sagen können, aber genau. Gegen wen wir aufpassen müssen, was er glaubt, wo es haken wird und so weiter und so fort. Unglaublich. Also sein Wissen ist wirklich Gold wert für uns. Ist geiler Vibe einfach. Also echt alle gut drauf. Deswegen, schauen wir mal, wie es läuft, ob wir zwischendurch nochmal was hier aufnehmen. Ne? Genau. Bis später, Leute. Hier sind noch einige Leute, die wir aus den Pairings kennen. Ah ja. Calvin redet gerade mit dem irischen Captain, mit dem Pierce. Ja. Mit dem haben wir auch schon ein paar Nächte lang uns unterhalten und über 40k philosophiert. Ja. Ist halt echt mal cool, die Leute dann in live zu sehen. Und das ist das, was ich heute abgreife, einfach mit den Leuten ein bisschen quatschen. Ja, und also jetzt networken, nicht so, dass es irgendwie so nach Business klingt, sondern wirklich einfach nur mal die Menschen kennenlernen, die dahinter, die man sonst nur irgendwo sieht. Ne? Nein, auf jeden Fall. Coole Sache. Richtig cool, du kannst jetzt rumlaufen und Leute fragen, hast du Lust, eine Partie zu spielen? Genau. Spielst du auf einmal gegen einen aus Norwegen oder aus Kanada, whatever, ja? Ist richtig geil. Richtig, richtig cool. Genau, ja. Schauen wir mal, bis später, Leute. So, hier haben wir jetzt nochmal Flojo gegen Fritz, die hier jetzt nochmal spielen, nochmal sparren. Ich gehe da nochmal ganz kurz rein. Flojo, ihr spart jetzt hier nochmal gegen Necrons. Genau. Was einfach, es wird eher nach dem Turnier veröffentlicht. Was erhoffst du dir jetzt nochmal hier oder was willst du nochmal gerne sehen, rausziehen? Also Fritz' Liste ist relativ ähnlich zu der von Norwegen, weswegen das für mich ganz interessant ist, jetzt nochmal quasi die erste Mission, wir spielen ja als erstes gegen Norwegen, die jetzt mal zu testen. Weil ich dann besser einschätzen kann einfach, was ist das für ein Matchup? Ist das eine 1, eine 2, eine 3, eine 4? Wie sie spielt und nochmal Feinjustierung was, vielleicht jedenfalls im Unternehmen. Was kann ich rausholen, wo muss ich drauf achten? Okay. Einfach nochmal ein bisschen. Ja, und für Fritz ist, glaube ich, einfach vor allem für sich nochmal Repetition reinkriegen. Ich meine, Gene-Fehler gibt es nicht viele, deswegen gezielt auf ein Matchup vorbereiten kann er sich jetzt dadurch nicht, aber... Ihr spielt auch mit Uhr, ne? Oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Genau, einfach ein bisschen in den Competitive-Modus jetzt reinkommen. Das lassen wir anschwitzen, ne? Genau. Ja, sehr geil, ja. Dann viel Spaß. Dankeschön. Und dann schauen wir mal auf die Ergebnisse. Kannst du noch einmal Pause machen, kurz? Ja. Ich einmal nur ganz kurz, Fritz, für dich hier auch nochmal gegen Gene Stealer. Ich glaube, du hast, glaube ich, hast du ein bestimmtes Ziel oder was du da rausnehmen willst aus dem Spiel nochmal für dich? Nee, einfach nochmal schauen, jetzt mit der Zeit gut zurechtkommen. Ja. Mal kurz ab, also wieder reinkommen jetzt einfach nochmal für morgen schon mal so. So ein Rap, so, ne? So. Ach, Wrap-up, genau. Alles irgendwie wieder, ja. Die Gelenke ölen sozusagen. Quasi so, also wie das Dehnen nochmal für morgen und so, genau. Also für dich ist es nicht so wie bei Flojo im Fokus, wie ist es gegen Necrons zu spielen und was da nochmal zu machen, sondern du willst einfach nur die Routine jetzt reinbekommen. Genau. Ne? Alles klar. Ja, okay, geil. Dann viel Spaß. Dankeschön. Fürs Spiel und dann sprechen wir später nochmal. Jo, Leute. Jetzt haben wir hier auch den Matthias und den David auch am Start. Die haben sich gerade noch ein paar Singles angeguckt. Ich gehe jetzt nochmal hier rüber. Weil dort haben wir nochmal den Micha. Da können wir auch nochmal hier kurz was zeigen. So sieht das hier aus. Ich stelle das einfach immer mutig in die Mitte. Und ich drehe das jetzt hier mal ganz kurz um. Sorry, man, what's your name? Chris. Chris, I'm Adrian. Adrian. And it's okay if I film you? Yeah. Yeah, okay, cool. I look terrible. Yeah. You're, I have the radio face, you know. You're the radio face, okay. You're from Ireland, or was it? Yeah, we're part of Team Ireland. Ireland, and you play Necrons, Necrons. You said yes, you agreed to play Micha for a sparring here. Is there anything particular that you want to get out of the game, or is it just like a rep? A lot of metrics. Yeah. So how bad are the harpies for me? Yeah. On the flip side, how fast can I take them down? Yeah. He's got a very unique build. Yes, so, like, I don't like mortal wounds, but Necrons are known as the scoring machine. Yeah. So how much can I score before? Before either it goes being south, evaporated or psyched out, right? Okay. Or can I post up enough and put pressure? Okay. Amazing, man. Thanks for agreeing. Can I think them away? Yeah. So, no, it should be good fun anyway. Okay. Fingers crossed. I wish you a pleasant game, and maybe awesome. We talk later. Thanks. Yeah. Thank you. And maybe quickly.
Can I get Micha for one, two phrases? Ja, Micha, du wolltest hier nochmal zocken gegen Necrons, ne? Ich habe geguckt, wer Lust hat. Bei dir war zufällig, nur darum, war ne? zufällig Necrons und ja. das war ja auch ganz gut, weil Necrons haben wir gerade eh noch überlegt, ja. wie ja. gut kann ich scoren und das sehen wir jetzt mal. Hat's gepasst dann, ne? Okay, geil. Ja, und einfach ja, nur Necron fang an, einmal kurz Worst Case. Das ist eine Shooty-Necron-Liste. Shooty, okay. Aber eine Mission, die nicht so gut für ihn ist. Ja. Das wollte er nochmal testen. Von daher wird ein spannendes Spiel. Also du wolltest jetzt nicht was ganz Bestimmtes sehen, sondern einfach das Necrons kam. Ich wollte einfach zocken so. Heute. Hauptsache ich hätte auch Death Guard für einen Aufbaugegner genommen. ja, genau, da kriegst du das, ne? Okay, alles klar. Okay, ja, guys, have fun. Schöne Bilder, ne? Ja, yeah, thank you very much. Schön arbeiten hier. Ein bisschen arbeiten, ja, ich bin ja, zum ja, Spielen. Ja, ja, ja. Jetzt geht's los hier, alles klar. Ciao, ciao. All right, party people. Yeah. Sorry, what's your name again? Ash. Ash, from I'm Wales. Adrian. Ash from Wales, nice yeah. to meet you, man. So, yeah, obviously, I'm from Germany too. We have also one of the biggest channels there, Kings of the Hill, just for you to know. Also for competitive play. And obviously, you're playing for Wales, or? Yes, for Wales, yeah. And you're the knight player. I am the Imperial knight player. Imperial yeah. knight player. Yeah, I see. We don't have Chaos Knights for some reason. Yeah. Okay. Ich weiß es nicht. you don't know? I don't know why, but... And you decided to play Fred from yes, our team. Yeah, was yeah. that? Was it just like you asked, or you guys found each other, or was it like something particular Fred you wanted to... Fred was looking for games, yeah. and I was like, I'll have a game, so... Long time plan. Yeah. Long time plan, yeah. Okay. So we thought we'd have a go, and I think Fred will win. He's got that look in his face. Yeah, okay. He's got that evil look. But overall, is it like your first WTC? Or? Yes, it is, yeah. And are you like psyched or hyped or are you relaxed? Really excited, yeah. I was on the Welsh team for the last 3 years, but... Reasons. Yes, yeah. Starts with the C. Yeah. But now you're here, you're playing Knights. I think the vibe overall is super positive. Everybody's in a good place, right? And, yeah, we certainly. We were out for social last night. Yeah. Everyone's drinking, everyone's yeah. having fun. Yeah. It's sunny, it's warm, Mechelen's lovely. Yeah, but you took it well. You also drank it last night, right? A little bit. Yeah. Ambition. Okay. And is there any particular you want to get out of the game, or is it just repetition? Yeah, I need to get a game and just get back in. Oh, sorry. Into it. I'm already winning. Yes. Fred's losing. Get a game, see what Fred's Dark Elder list does. I think it could be quite swingy because Dark Lances and 5+ invulnerables. Yep. That's the name of the game, yeah? But we'll see, yeah. Should be good. Big fan of Double Bomber? Or? Yeah, a little bit. Anyways. Fun. Fred's just going to roll ones. Ash, I wish you a pleasant game. Thank you very much. Talk to you later, man. Enjoy it. I just take Fred quickly here. Fred. Mein Jüngster. Yeah. Look into the camera. Ja, nee, bei Content immer. Ah ja, doch, hast du vollkommen recht. Du wolltest nochmal ein Game finden. Ich sollte eigentlich eins für Fred finden. Ich habe versagt leider, weil die meisten haben irgendwie intern da Spiele gefunden. Du hast jetzt hier nochmal ein Game gefunden gegen Ash, wie gesagt. Ja. Ist für dich auch, glaube ich, interessant, Knights, oder? Nö. Nicht? Gar nicht? Habe ich schon mehr gespielt. Ja. Weißt du ungefähr, was da passiert. Okay. Aber ist halt das perfekte Spiel, um mal ein bisschen warm zu werden. Ja. Ich wollte unbedingt jetzt hier mal ein bisschen zocken. Ah, du wolltest einfach nur zocken? Ja, einfach mal zocken. Also jetzt kein irgendwie taktischer Fokus hier nochmal oder was, ne? Ja, ich meine, es ist natürlich immer gut, das nochmal besser zu kennen, weil Imperial Knights sind neu und so, dann vielleicht vergisst man nachher im Spiel nochmal was, aber das ist nicht eins der zentralen Matchups. Okay, so, alles klar. Ja, dann habt ein geiles Spiel. Dankeschön. Ne? Leute da draußen, Fred Breaking Heads, macht das klar und have a good game, guys. Talk to you later. Ja, hier gibt es doch mal ein kleines Update einfach mal vom Tisch hier, Herr Bell gegen John Lennon. Coole Spiele, haben sich cool abgesprochen. Wir sind jetzt, glaube ich, Bottom Turn 2, sprich Bell hat angefangen. In seiner ersten Runde ist ein bisschen auf die Marke gegangen und hier und da, John hat so redeployed, dass er einfach die beiden Kaladios, die im Offenen waren, dann dementsprechend wieder verstecken konnte. Hatte da doch einen recht guten Plan, hat direkt im hinteren linken Ecke quasi rechts von Bell aus seiner Perspektive dort einen Sisters-Trupp runtergeschossen, der dort Sacred Shrines gemacht hat und hat Morven Vahl auf jeden Fall angeknuspert, noch 3 Leben remaining. Der Rest der Boss ist nach vorne gerannt, mit Banner geraced und so. Ich erzähle so ein bisschen darüber, weil es für mich interessant ist, ich die Liste auch gespielt habe und mich auch nochmal gefragt hatte, was so seine nitty-gritty Details sind. Also echt cool, mit denen hier zu schnacken und deren Gedanken einfach mal reinzuholen. Und Bell reagiert jetzt, ist auf jeden Fall von hier aus erstmal nach einem aggressiven Move aus. In der Mitte, was ist das?
Das sind, glaube ich, Sacrosons, die da rauskommen. Saccharins. Und links unten in der Mitte sehen wir Repentia. Und ja, mal gucken, Celestine wird da wohl auch was machen. Jetzt geht es hier ans Eingemachte. Ist auf jeden Fall cool. Ich muss sagen, ich bin immer jemand, der sehr, sehr gerne selber spielt. Aber das ist eines der wenigen Male oder auch so ein Event, wo ich sage, einfach auch sehr, sehr interesting, sage ich schon. Interessant und spannend mal ja, selber zu sehen, wie die Leute hier so machen. Da kann man unheimlich viel lernen und mitnehmen. Deswegen coole Zeit. Ich hoffe, Leute, ihr fühlt den Vibe auch. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet und wie so der Eindruck auf euch ist oder ob ich hier in meiner Blase lebe. Von daher, bis später. Machen wir mal eine kleine Zusammenfassung von dem zweiten Zug von Bell, wo wir jetzt sind. Also sind ein paar wilde Sachen passiert. Er ist natürlich überall rausgesprungen, wollte einiges machen. Hier bei den Repentia, Tanglefoot Grenade, hat er einfach eine 6 gelegt. Und dann hat er mit 3 Würfeln den Charge nicht geschafft. Das war wild. Hier ist er mit Sacrosons reingegangen, hat den einen nur auf irgendwie ein Leben runtergelutscht. Das ist auch krass. Also echt interessant zu sehen. Und hier Celestine hat den Cyborg da eingefangen. Hat ihm ein paar Wunden. Der hat, glaube ich, noch 1 oder 2 Leben. Und ist jetzt erstmal gefangen. Ja, also aktuell interessant, taktisch, wie es beide spielen. Wirft das Würfel gleich oder Ungleichgewicht, das lassen wir einfach mal so stehen. Und ja, mal gucken, wie der John jetzt hier weitermacht. Und ja, was er sich für einen Plan aushält. Und dann melden wir uns doch mal am Ende der zweiten Runde wieder bei euch zurück. So sieht das Schlachtfeld einfach mal hier von oben aus. Ganz entspannt. Genau. Und genau, er hat noch 2 Units Zephyrin hier in Reserve. Eine ist schon early gedroppt in seiner Ausstellungszone. Ich bin mal gespannt, wie er das jetzt aufdröselt. Ich denke mal nochmal coole Learnings für Bell. Werde ich ihn auch sonst nochmal fragen. Jo Leute, ich muss jetzt gerade mal den Überblick bekommen. Dritte Runde von Bell jetzt hier am Start. Ich muss mal zusammenfassen, was jetzt gerade war. Ich war nämlich gerade draußen im Money, wir haben ein bisschen gechattet und das Interview hat hoffentlich gut geklappt, technisch. Kannst du mir helfen, David, was passiert ist? Also zusammenfassen? Ja, der Dreadnought hier vorne an der Wand hat eine Repentia Superior getötet hinter der Wand, wo man dran stand. Okay, ja. Auf dem Marker in der Mitte sind 2 Sacrosons gestorben. Ja gut, das war noch das Überbleibsel quasi. Genau. Okay. Dann ist ein zweiter Dreadnought in Celestine reingegangen. Celestine selber hat es überlebt. Und hat den anderen gekillt, aber, ne? Dreadnought noch killen und den anderen hat es auf ein Leben runtergebracht. Hat da gut 6 gewürfelt beim Treffen. Ja. Und schön Mortals reingekloppt. Ja. Und der andere Dreadnought ist hinten auf seinen Marker, wo der Sacred Shriner ist. Hinten rumgekommen, okay. Genau, ja, nice. Hat da ein bisschen aufgeräumt. Er meinte, David meint hier da, um die Ecke einmal, genau. Ein Resi-Trupp hat er rausgenommen, Bell hat aber 2 CP ausgegeben, dass sie nochmal schießen können auf die 4+. Auf die 4+ dann aber sogar, genau, okay. Ja. Hat er da auch gut gewürfelt, dass sie ein paar schießen konnten? Ja, oder? Leider hat er nur 3 Schaden reingeschraubt. Ah, schade, okay. Ja, okay. Cool, ja, das war's eigentlich. Noch ein bisschen, okay, cool. Ja, schauen wir mal. Bells dritte Runde jetzt. Jetzt kommen nochmal die letzten entscheidenden Züge, die für Punkte sorgen. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel ausgeht. Dann habt ihr heute mal einen Bad Ramp. Light. So, Leute, wir nehmen das hier nochmal kurz auf. Das Spiel ist vorbei. John hat das 15-5 gewonnen. Ich kann erstmal von meiner Seite aus sagen, als Custodenspieler war es super interessant zu sehen, was sein roter Faden war, welche Nuancen er gemacht hat, zum Beispiel die Captains nur für Banners genommen im Konservai, wie er den Mittelmarker gespielt hat. Ich bin der Meinung, Stan Vigil war für ihn gut, dass er auch Zweiter war. Er sagt, auch Erster wäre cool gewesen, weil er dann irgendwie früher raufgegangen wäre und schon hätte Schaden anbringen können. Ich glaube aber, dass Bell dann hätte hinten raus noch mehr Punkte machen können. Ne? Es gab so ein paar Sachen. Also es waren super Insights für uns, es gab ein paar Sachen, die sehr entscheidend waren. Ne, der Bot hier hat wie viel? 10 Melter abbekommen? 10 Wunden, die Melter mit voll Hit und Wunden. Genau, 7 Wunden, glaube ich, und 2 hat er nur gefailt, ne? Irgendwie ja. So. Ne? Das war eine Sache. Dann hatten wir hier eine Tanglefoot-Granate, der Klassiker 6. Das war ja hier in Runde 2, glaube ich, von Bell. Der war auch wild. Was war noch so, wo du sagst, okay, am Anfang mit dem Sisters-Trupp da und dann mit Morvin Wall, oder war das nicht so kritisch? Weißt du, der hier gestorben ist, das ne? Halt das eine Auto alle 10 Typen tötet, ja. Obwohl ich halt in der Hospitaler-Bubble mit dem +1 Retter und +1 Peter Payne bin, ja. Hat ein bisschen genervt, ja. Aber ja, das war ansonsten. Und das sind der eine Bot mit 2 Leben hätte durch die 3 Attacken Celestine fallen können. Ja, das war hier genau in dem Game. Genau, ehrlicherweise nicht. Es kommt ja eh nach dem Turnier raus, aber es ist halt einfach interessant, dass wir jetzt einfach für euch da draußen jetzt für uns rausgefunden haben, dass er
Vorher hast du einen Unentschieden angegeben, ne? Und gegen die Liste muss man jetzt das challengen, ob das ein Unentschieden ist oder ob man sagt, ne, leichter Loss, ne? Quasi, ja. Vielleicht, oder? Ne? Okay. Auf jeden Fall. Das Todes-Matchup hatte ich vorher. Ja. Seid ihr neues Manu? Ja. Wir analysieren das gerade. Es war doch wilder als gedacht. Hat er 100 Punkte gemacht? Ja. Ja. Er hat 100 Punkte gemacht. Genau. Mit Grind Them Down, Stan Vigil und mit Banners. Ihr seht jetzt sofort, das Management ist angekommen. Jetzt wird erstmal seziert. Zweimal drauf. Und jedes Mal hat es gerade so der eine die Leute überlebt, dass ich es halt nicht abgewiesen habe und nicht weggenommen habe. Ja, dann müsst ihr am Ende der Backbrot jetzt. Ja, aber er war Second Turn. Das hilft, finde ich. So. Und er sagt, er hätte lieber erst Turn gehabt sogar. Er hätte sogar lieber den ersten Turn gehabt. Ich glaube das auch nicht. Ja. Er hat wahrscheinlich das Custodes, wo du am Ende im Battle Round. Stan Vigil. Und das war halt gut, dass er Zweiter war. Wenn du Erster bist, kann Manu das halt immer verhindern. Grind und Banners. Du willst halt immer Second sein. Mit diesem Second. Deswegen. Aber wahrscheinlich sagst du, entweder fange ich das Spiel an, dann läuft das Spiel besser. Oder ich habe meine Second Level. Ja, das ist das, was er meinte. Also wenn er anfängt mit dem Redeploy, dass er halt. Aber er scored keine 100, wenn er anfängt. Scored er nicht. War das Bombeleg? War Bombeleg. Ja. Ja, aber die Frage ist, wie viel Mann. Aber du kannst ja halt. Also du hast halt viel auf der Map. Du hast den Elbocker. Das vielleicht mit einem kleinen Trupp und den da hinten, ne? Also du kannst halt hier nichts Großes hinreiten. Von da kommst du hier nicht rüber. Ja. Und du hast halt hier, du hast keine Möglichkeit, den Mittelmarker zu besuchen, weil es einfach hier hinstellen kann. Hier bist du halt richtig aufgeschmissen, da brauchst du hier schon Retributoren. Ne? Ich hatte auch extra hier Retributoren. Hier und hier, um halt auch etwas in den Marker schießen zu können und halt natürlich meine 15 Punkte hier sicher zu scoren. Weil er seine Tanks einfach versteckt, dann ist er schnell genug. Genau. Er hat zwei offen gelassen, die er eh redeployed hat. War klar. Und Bots hat er immer überlegt, wie viele er committet und wie viele nicht. Ja, da seht ihr einfach mal, wie das jetzt nochmal hier auseinandergenommen wird auch. Immer richtig spannend, wie jeder nochmal seine Sicht auch drauf hat und was so zu sagen ist. Und ja, nur, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das überhaupt das Ganze funktioniert und wie wir uns als Team einfach auch verbessern wollen. Ich hoffe, coole Insights für euch. Und wir sind erstmal raus für heute. Gleich geht es weiter ans Spaghetti machen. Okay, Leute, wir sind wieder zurück. Es ist natürlich jetzt sehr laut. Ihr seht jetzt einmal hier die ganze Halle. Ich hoffe, es geht sich mit dem Sound so aus. Verzeiht es uns, Leute, aber es geht jetzt aktuell gerade nicht besser. Dennoch kriegt ihr jetzt hier mal ein richtiges Feeling, wie das jetzt hier abgeht. Nun ist die Halle richtig voll, man sieht es von hier. Und wir haben jetzt die erste Runde bereits begonnen. Also Pairing steht, die Matches, wir haben die Tische mit aufgebaut, alles gemacht. Wir spielen gegen Norwegen in der ersten Runde. Insgesamt kann man sagen, für uns, zumindest jetzt, wo es jetzt gerade losgeht, vom Pairing sind wir zuversichtlich, konnten die Matches gut legen. Und now, jetzt muss ich in Englisch switchen, weil das ist hier die offizielle Regel. Deswegen, Leute, versuche ich jetzt hier langsam das mit Englisch ein bisschen zu erklären. Yes, here in the first table we have Matthias Quark, of course. He's playing with his Eldar against the Sisters. Hopefully, we expect that this is a matchup that he really knows how to play. And hopefully getting us a very good score on this one. And yeah, for the next one we have Immo with his Tau playing against Tyranids. Yeah, yeah. 1 second. Just nachfüllen? Gerne. Mach ich gleich. We have Immo playing against Tyranids. Would be also a good game for him to start and to get into this tournament. So very nice on this one. On the next table. Hey David. Can you get Matthias Bellmann water? Bitte? Water for Matthias Bellmann. Please? Wasser for Matthias Bellmann. And here we have Flojo on his mission to get us as many points as possible against Necrons. Very tough matchup, but it's a matchup that he has played quite some times, and let's see how this this experience will pan out. Oh, sorry Patrick. So they also just started. Let's see. I think he got first turn also on this one. So hopefully he did some nice things. I think he killed here some Tomblades in close combat and then went back to the shadows. So let's see. He has one Citan here. Yes.
On the next table, we have Martin with his Death Guard playing against Eldar. Very, very tough matchup for Death Guard. Hello to Norway. Yes. Woo! Go ahead, guys. Martin on fire. Let's go. Very tough matchup for Martin because Eldar are much faster and able to move. So his mission here is to get together as many points for Germany as possible and not just lose on a big, lose as small as possible, if that makes sense. And yeah, here we have Fritz from Bavaria playing Tau. Tough matchup also, but Necrons also on the run. Yes, this is Norway too. Hello. And yeah, I think Necrons have first turn, looks like. Ah, it's still deployment. Okay, okay, it looks like. So there's still deployment. So they take their time, but we can see some Tau already deploying. So let's see how that pans out. And on the next table, we have our lovely Bell playing against Chaos Knights, against Norway, Sisters of Battle. So let's see, they are still... It's first turn Sisters, or...? Okay, nice. So we leave them to the game. See, just guys, please comment below how you like this format and if you get a feeling of the event and the vibe. That would be very nice. Here we see Handshake. Micha is starting over. First game here, we have Micha's Tyranids versus Norway's Blood Angels, looks like. Nice, yes. Thank you very much. Yeah, so they're about to start too. I think that's a game that's very favorable for Micha, and Micha is is commanded to get a nice victory out of here for Germany. And of course, Fritz with Necrons is also commanded to score, and Bell should also score against the Chaos Knights. We will see about that. All right, and then on the final table we have here Fred from Breaking Heads playing his Drukhari into the Thousand Suns. Finished deploy, you start already the game? Started? Okay, so it's already started. Marcus the Red is coming. Okay, let's see. Yeah, Thousand Suns for Drukhari. Let's see. I think Fred is also all about scoring here, but let's see how much of an impact he can make here. Let's see. Yeah, you see the 13. That's Micha's lucky number. Yeah, and this is the first round. Of course, I won't have the time to go up and beyond here to show you guys all the games. As you can see, I'm also excited and I need to support the team, bringing water, coaching here and there, and giving some motivation. But we will come back after the results of this first round against Norway and see if we can deliver on the mission to our path to success and win of the WTC 2020. I'm Ramdas from Kings of the Hill. See you in a bit. What I didn't show is we are interestingly playing side by side with the US. So first table here you see John Lennon playing. Just a short overview. Here on the next table, Mark Perry playing. Grumpy old guy. No, just joking. Here we have Richard Siegler having a blast with his AdMech style. Mr. Vanilla here as we go through the rows. Then Mr. Harpster. All of the Art of War folks. Sean Naden, Captain, the US. Redchester. And there we have Nick Nanavati, the coach of the US. Also doing some coverage. There you go. You see, everybody's filming. So yeah, let's see. See you later, guys. Hey, David. Was los, alle Mulle? Was ist los? Oh, ich film noch, warte. So, ich hole jetzt noch gerade einen Zettel und Stift, ja, um die Würfel nochmal aufzuschreiben, wenn die Linie macht. Ja, nice. Ein paar Abweichungen. Okay, sehr nice. Und hier, jetzt kann ich ja wieder Deutsch reden, sehen wir nochmal unseren wirklich Professor Pairing. Unglaublich, macht sich hier die Headsword nochmal rauf, guckt schon, glaube ich, in die nächsten Runden. Da reinhaut, guckt, ja, was geht. Also das ist wirklich top of the line. Champions League. Ich bin relaxed und schau mir das Gelände an. Tag 1, Runde 2 und ich bin endlich dran. Erst Block ist da.
Berater sind am Start. Der Gameplan steht in direktes Feuer klar. Der Gegner ist mir neu, doch egal wer er ist. Von Jeff Kings auf der Hilton hart wie eine Fist. Marines stehen stramm, die Beute im Anschlag. So, der gute alte Quark. Hier hoffen wir uns, dass er wirklich hier einen fetten Sieg einfährt. Vielleicht sogar ein 20-0 gegen den Captain von Norwegen. Muss man mal gucken, wie es aussieht, aber der hat ein bisschen konservativer geschätzt. Genau, hier am Tisch sehen wir schon vorbei gegen Peter. Hat Immo leider eine etwas Immo leider eine etwas größere Niederlage gegen die Tyras kassiert. Da sind zum Beispiel einige Dinge schiefgegangen, wie die Tyras haben gute Vierer-Retter gehalten, die Hammerheads konnten ihre Schüsse nicht durchbekommen wegen Transhuman oder was auch immer. Und so ist er schnell in Bedrängnis geraten und konnte die Harpien nicht rausbekommen. Das war so ein Killer, sag ich mal. Ja, Fred, finish the game. How was the game? 20. Ja, für mich. Also, ja. Und kann ja auf Deutsch sagen, das ist natürlich das Coole, weil Fred, was hast du, eine 5 gesagt? Ne? Ich habe eine 5 gesagt. Ja, also 15, ja, was hast du, 15 Punkte oder was um den Dreh rum? Der ist halt all in gegangen. Genau. Der ist all in gegangen. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass das jetzt irgendwie nach hinten losgeht, weil er tötet mir eigentlich mit seinen Sachen einen Flieger und verletzt noch ein bisschen was, weil er halt nicht drauf smiten kann und so. Ja. Und dann schießt er einfach zwei Flieger weg und macht noch einen Kronos-Tod und alles und macht noch einen 8-Zoll-Charge mit Magnus. Ja, aber dann habe ich halt Magnus in... Dann habe ich halt Magnus getötet und dann, ja, 8 Thermis oder sowas. Und dann, ja, das bin halt gut gegen das. Ich habe halt ganz viel Schaden 3, Schaden 4. Und das war super für uns, weil das wiederum ein Beispiel, damit ihr es da draußen versteht, da hat Fred einfach 5 Punkte mehr reingeholt. Oder nee, also kann man so sagen, als wir gerechnet haben. Und das sind genau die Punkte, die klatsch sind, die halt einfach so wichtig sind und den Unterschied zwischen einem kleinen Sieg fürs Team oder auch einem etwas besseren Sieg ausmachen. Ne? Deswegen, ich fasse nochmal hier weiter zusammen, Fred. Auf jeden Fall saubere Leistung, stark schon mal. Hier reden gerade die beiden Boys hier, ich will die gerade nicht ablenken. Oder? Flojo, willst du kurz was sagen? Ja, lief sehr gut, muss ich sagen. 10-10 also, gegen Necron. Der Flojo war jetzt, haben wir gesagt, das Matchup kennt er sehr gut, das war schon mal ganz cool. Ja. Du hast ja im kompetitiven Stil gespielt. Du hast angegebene 3, haben wir von dir erwartet. Genau, also ein 13-7 Niederlage. Genau. Mit ein paar anderen Würfelwürfeln wäre das auch passiert. Also am Ende des Tages, ich habe quasi Chancen kreiert und sie glückten überwiegend. Du hast jetzt, was ist 10-10. 10-10, sogar unentschieden. Also auch da wieder. Das ist genau das, was wir halt wollen. Wieder dort 3 Punkte mehr geholt, die halt richtig wichtig waren, weil wir doch den ein oder anderen Bumper hier in unserer Reise haben. Das Krasse ist einfach auch von mir als Coach zu sehen, du hast alle Ergebnisse, als Spieler bist du nur im Tunnel. Und ich bekomme das ja so mit, das ist immer so up und down. Der eine sagt, nein, fuck, er geht runter, der andere geht hoch. Deswegen. Aber für dein erstes ETC-Spiel oder WTC-Spiel, was sagst du? Ja, voll geil. Also auch mein Gegner, absoluter Gentleman, super geil. Ja. Also, besser hätte das Spiel nicht sein können. Ja, geil. Perfekt. Ruh dich aus, mach weiter, nimm den Flow mit, wie der Name auch sagt. Gute Gedanken und dann bis gleich. So, Gene Stealer performt. Martin jetzt hier auch auf der anderen Seite, richtig nice. Er hat leider ein bisschen wenig Zeit und müssen mal gucken, wie das mit der Zeit sich ausgeht. Aber hier gegen Elder, überraschenderweise, wird er auch, glaube ich, gute Punkte holen. Wir hatten eigentlich gedacht, er macht nur 3 Punkte. Er soll quasi so niedrig wie möglich, also er soll die Niederlage so schwierig wie möglich gestalten, weil wir eine Niederlage erwarten. Jetzt müssen wir mal gucken, was er jetzt noch mal mit allem rausholt. Here I have to switch to English, because I'm close to the table. Genau, here we are in the last minutes. Yeah, literally, you can see here also. Last minutes against Marius, Demon Prince. He's all over, so let's see what the end result is going to be. Hier haben wir nochmal Fritz. As you know it, here's the graveyard from the Tau player. And obviously, the Necrons are almost dead. Only the Cetans. We have to check the score here. Ja, yeah. Muss gucken, wie weit hier Fritz gescored hat. Von ihm, er hat auf jeden Fall vom Ergebnis ein bisschen runter geforecastet. Deswegen muss man mal schauen, wie sich das ausgeht und am Ende des Tages ausrechnet. Da sind wir in den letzten Zügen auf jeden Fall. Dann haben wir hier Bellmaster und das Operation Command Center Team hier am Start. Bell, ist the game finished? Yes? Do you have a final score? What is it? Take a picture of the leader score. 14-6. Ja. Ja. 14-6. Das ist auf jeden Fall auch ist richtig gut. Da hat Bell auf jeden Fall auch nochmal Punkte rausgeholt, wie wir es auch von ihm gehofft haben und auch erwartet. Das ist vielleicht immer übertrieben, aber richtig geil. Sisters gegen Chaos Knights. Hier auch quasi die Nase vorn gehabt. Richtig nice.
Da wissen wir auch, dass der Couch-Spieler tatsächlich sogar auf 0 Punkte gespielt hat. Ja, Limt, glaube ich, fällt auch ein kleiner Stein vom Herzen. Micha hier in den letzten Zügen. The last is finished or still? Yeah? So now they're calculating the results here. I think there was one situation where you made a 10-inch charge and yeah. At first you were like, oh my god, this is gonna kill us. But there were some variables. I killed the guy, got 15 primary points. Yeah. And then he remembered that there was some spore mines in the way. Yeah. He rolled super hot. Yeah. And then killed the guy. Spore mines, yeah. Played the game. That was the moment where... 15 points. In that moment, Michael shit his pants. There was already a stripe in the box charts. And then again it disappeared. It transferred the shit to me. Yeah, then it went to your pants. Huh? So, good game here. Micha auf jeden Fall auch etwas übergeliefert, was er sollte, also sehr, sehr gut. Und hier am finalen Tisch nochmal, Fred, wie er schon gerade im Interview gesagt hat, zeigen wir einfach nochmal die Kür. Gegner auch ein bisschen in Zeitprobleme gelaufen, aber ja, da hat Fred all seine Erfahrungen nochmal rausgeholt und hinten raus nochmal Punkte fürs Team kreiert. Sack stark. Das ist die Zusammenfassung von dieser Runde. Endergebnis, ja, müssen wir jetzt nochmal ausrechnen, aber... Oder ich frage mal den Professor Pering. Dr. Pering hier, wie sieht er, haben wir schon so ein Endergebnis, das wir hier schon mal aufnehmen können, so einigermaßen? Also, wir brauchen jetzt noch 22 Punkte aus 3 Spielen, ja, um zu gewinnen. Und das eine werden wir 20-0 wahrscheinlich gewinnen. Das eine sieht auch sehr, sehr gut aus für einen hohen Sieg. Ja. Und ja, also sehr, sehr confident. Also, es wird kein knapper Sieg. Nee, das die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man einen guten Sieg macht. Ne? Ja, ja, also 90 plus wird es schon. Okay, cool. Ja, deswegen, wir checken das jetzt mit dem Team weiter ab. Und ja, da kriegt ihr jetzt einfach mal auch die Vibes wieder mit und wie der ganze Prozess hier abläuft und wie es ist und so. Und ich glaube, Bell habe ich heute auch irgendwie 5 Flaschen Wasser dahingestellt. Der hat richtig durchgezogen, die braucht er aber auch, ne? Willst du noch was zum Game sagen, selber? Ja, ich wäre sehr zufrieden. Ja? Der Spieler war super freundlich, super nett. Ja. War ein echt gutes Game. Es war so einmal, wo ich so ein bisschen Angst hatte, wo halt so der Lightning Lock Moirax auf einmal 8-6 gewürfelt hat und einfach mal Wahl weggeknüppelt hat. Ja. Das tat schon echt weh. Aber im Endeffekt ging es dann doch noch ganz gut aus. Ja, sogar über das wieder auch mehr geliefert, als wir geplant hatten, ne? Ja, genau. Deswegen sehr, sehr geil. Von daher ganz stark waren. Oder wie ihr auch wisst, Bell. Ich muss mir das mal ausprobieren. Und ja, weiter so. Weiter so, ja. Jetzt Energie tanken und weiter geht's. What? He's looking at our YouTube channel. Are you? Yeah. Kings of the Hill, yeah? Kings of the Hill. Yeah. That's crazy. Nice, man. Even though, because you understand some German, yes, right? Yes. That's why, yeah. Amazing, man. Amazing, yeah. Nice. Yeah. Okay. Thanks, man. So thanks for the support. The ihr seht, Leute, alles ist cool. Mit den Amis auch gerade mal geschnackt, Würfel getauscht. Alles cool, alle gut drauf. Deswegen, alle gut drauf. Sollen wir die nochmal ärgern? Ja, alle checken hier noch die Ergebnisse. Das sind noch die letzten, glaube ich, die jetzt da noch irgendwie was ausklamüsern. Ja, von daher alles gut. Wir melden uns zu Beginn dann, wenn alles steht, der nächsten Runde zurück. Und von daher, bis gleich, Leute. USA! USA! You want to say a quick comment on your round? Or is it... It's going well so far. We've got 6 of our 8 games finished. So we've locked up a victory. So we're seeing how the scores end up. But happy to be moving on. Probability is high. It was a big win or like a solid win? Pretty big so far. Pretty big so far. Yeah, the points are definitely in our favor by it. Yeah. We're comfortably winning, so... Yeah. We'll see how the last 2 close out. Those are always the tightest ones. Of course. What do you say, Jack, even though you're eating? Yum. Yum, yum, yum. You play toe, right? Yeah, but yeah. Okay. No, we see also the other contenders, if you want to say, England also, very big win against Luxembourg, so maybe we see each other tomorrow. Maybe tomorrow, yeah. So please. Yeah. How's that journey doing now? We had some, I already told the others, we had some bumps on the road, I would say, but now it looks like a solid win. See if we can make a big win, but it looks like a solid win. Huh? Congratulations. You too, guys. See you later. Happy eating. Buenos dias. Hola. So.
Alright, Party People, wir sind wieder back in the game. Zweite Runde gegen Schottland, Pairings sind durch. Ich bin hier richtig am Rotieren und Machen, aber es ist einfach geil, ey. Man merkt jetzt, wir sind hier richtig am Grinden. So, mach jetzt hier eine kleine Zusammenfassung. Ich switch wieder in Englisch, weil das sind hier die Regeln. On the first table we have here Immo. This is his chance to do his revenge game. He plays his Tau with Hammerheads against Imperial Knights. So, yeah, pretty good chances that he will win here, and hopefully he will also get more than the points he promised to us, let's say. So, interestingly enough here, also the map, I think, is a good one with a lot of fire angles and all that stuff. Coming to the next table, we have here Michael 13, the Destroyer from Kings of the Hill, playing his Tyranids, hey man, into Drukhari, it looks like, yes. Some stuff, so let's see what we can do here. Looks like he's trying to block this list, not Misha, but the other one, but let's see about that. But I think, yeah, also a dual matchup for Michael. Fingers crossed. Then we come back to the next game here, which is Fritz with his Necrons playing on this map against Sisters of Battle. This will be the battle between points and scoring, so let's see what he can pull out here. And yeah, we have all faith in Fritz, of course, our Long War veteran. And now here we have Flojo now going into the Blood Angels. Hopefully a positive matchup also because he has this Minitrons here and a lot of bodies. So let's see what they can do here. And yeah, I think he's also there again to grind and get here some points here and there for us. Then our next grinder with the Death Guard, we have Martin Icarus playing again Eldar. He's going to have to play a lot of Eldar tents, but he will gain also a lot of experience from that. And yeah, this is the map. I think it's an interesting map with a lot of, I think it's a favorable map for the Eldar in addition to that. So let's see how he will deliver on this one. It's a very tough matchup. Then again, here's Freight from Breaking Heads with his Drukhari into Tyranids. Let's see. Very tough matchup too for Drukhari, but let's see how he can deliver scores and points on that. I think his experience will definitely help here. Also, you can see the way he's already positioning the flyers there. That's what we want to see. 100% focus, concentration for Team Germany. And on the not last table here, have Chaos Knights from Scotland. We had some discussions here where they can pass and where they can't pass, but this has to be a good matchup also in this deployment. As you can see, this is not Dawn of War, this is, I don't know the other one, but the deployment zone which goes deep into the field. And yeah, for Eldar, this has to be like a win. But yeah, fingers crossed that he just stays as rational and focused as we know him. You see both guys here talking about the list. Good game, sportsmanship. Is it not Matthias? Huh? Not Matthias? Matthias? We had to change the terrain. It was yeah, awesome. I know. But now everything's good? Yeah, no, we managed. Okay, good luck, guys. And last but not least, we have Bell, the Bell Master himself from the North. The Slayer from the North playing Sisters into Atmec. Atmec is supposed to be a scoring faction here for Scotland. But let's see how this will pan out. Also interesting, nice painting scheme here, I have to say. When they come to secondaries. And we have faith in our Bell. Yeah, this is the first round. Und ja, jetzt gehe ich wieder weg. Ein bisschen kann ich auch ja Deutsch reden. Also. Kurze Übersicht, wir sind jetzt hier direkt am Start. Leute, es ist ein Hexenkessel. Es ist heiß wie Frittenfett hier. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, aber es wird geil. Und ihr seht einfach auch hier, wenn ihr alles seht, hier, jetzt haben wir nicht USA neben uns, sondern Team England. Von daher gegen Österreich auch interessante Paarung. Es ist hier einfach der, hier geht der Punk ab, sage ich mal. So, ja. Yeah. Ja. Yeah. Hier haben wir Necrons versus Manichimas Adeptus Sororitas. Let's see how this will pan out. It will be a battle of scoring, I believe. So let's see. Good luck, guys. The Limb Master. Ja, Leute, so ist das hier. Kann man einfach mal sagen. Ich versuche das mal hier zu drehen.
Ja, das ist hier Phase. Das ist richtig ein geiles Event, muss man sagen. Wir haben hier auch noch mal andere Bekannte. Oh! Hier, der Barkeeper ist auch am Start. Auf jeden Fall, geile Sache. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht. Das ist richtig wild, muss man sagen. Aber geil. Und ja, ich bin echt froh, hier zu sein. Richtig cool. Und ich bin da felsenfest davon überzeugt, dass alle Mates hier performen jetzt werden. Ist gegen Schottland, das kann uns in eine super Position bringen. Aber Fokus bleiben, nicht zu, wie soll ich sagen, zu überheblich werden. Das wird jetzt key. Und dann melden wir uns gleich, wenn wir so wieder ein bisschen Futter für euch haben. Zurück, Leute, bleibt sauber. Bis dann. Ciao. Magnus kommt an, denkt er ist ganz hart. 20 Sekunden Hammer später ist der kleine Handbänder. Morty ist mad und schreit, und ist mein Body tot. Wir springen in die Laterne. Tracken. Ja, Immo hier ganz vorne direkt. Sieht aus, als konnte er seine Revenge bekommen. Der hat uns hier, ja, so 15-5 sowas. Oder einen guten Win oder einen soliden Win versprochen. Er konnte noch mal ein bisschen hochdrehen. Die Knights sind auf jeden Fall down. Alleine schon der eine Knight hat zweimal den Hammerhead erfolgreich reingelunzt bekommen. Und dann war der Lachs auch direkt ziemlich schnell gelutscht. Beide Flyer sind jetzt hier nochmal am Start, konnte er anbringen. Hat er wieder den zweiten Zug. Und ihr seht auch, hier Board Control ist da. Von daher hier gutes Ergebnis. Micha hat hier komplett zerrissen, also den Drukhari hat er komplett hier eingemacht. Hat er richtig reingelunzt. Ja, die zählen jetzt hier gerade noch aus, aber das wird hier ein 20-0. Micha 13 on fire, kann man sagen. Bei einem guten alten Fritz so, ja, relativ langsames Spiel. Lange gebraucht, um aufzubauen und Pre-Game-Moves zu machen, hast du nicht gesehen. Aber ja, so von der Board Control, weites Feld, offene Map. Man sieht, ist das ziemlich weit hinten drin. Man muss mal gucken, wie er jetzt den Druck aufbauen kann, wie hoch er jetzt hier auch scoren kann. Da sind wir auf jeden Fall am Stissel. Ich denke aber auch on track. Jo, hier wird noch gerannt. Flojo hier, ja. Ist ein bisschen hinter den Erwartungen aktuell noch zurück. Mal gucken, wie es sich ausgeht. Ja, Schottland gut drauf. Und ja, hier ist noch ein bisschen Action. Which turn are you in? Three. Turn 3, okay. Dritte Runde auf jeden Fall am Start. Ja, Martin ringt sich hier durch unter körperlichsten Minusbedingungen, kann man fast sagen. Also echt Wahnsinn, was er hier macht. Death Guard jetzt doch ziemlich weit drin hier bei den Eldern. Mal gucken, wie sich das aufbaut und wie sich das in den Punkten dann widerspiegelt. Vielleicht auch hier wieder richtig geile Punkte fürs Team. Schauen wir mal, wie es läuft. Und ja, gehen wir weiter zu Fred. Fred. Ja, das war leider hier ein bisschen eine Überschätzung von uns an der Stelle, die Tyranniden. Wir müssen noch mal genau gucken, was da los war, aber sind hier richtig rübergerollt. Haben ihn quasi überrollt. Mal gucken, was er uns da vielleicht später zu sagen kann. Aber hier auf jeden Fall eine kleine Fehleinschätzung. Ihr seht auch, das Command-Team ist hier auf jeden Fall da und hat da ein Auge drauf. Genau, dann kommen wir zu dem weiteren Tisch hier. Bellmaster. Hier gegen Chaos Knights. Interesting Game. Genau. Sind wir auch, glaube ich, Runde 3, Runde 4 mit Game. Auf jeden Fall noch ein bisschen was auf der Uhr am Start. Ja, gar nicht mehr viel, er muss sich beeilen. Zeit ist auf jeden Fall kritisch. Und aber jetzt geht es auf jeden Fall ab. Deswegen da auch. Sagen wir on track. Und Belmondo, Senor Belmondo, ist hier nochmal gegen die Sisters of Battle. Hey. I don't know, is it turn 4? Yeah, something like that. Turn 4. Turn 4. They're playing Admech quite deep in their deployment zone, but we will see how it pans out. Still a lot of thinking to do here. Ja, und das ist die Runde. Also insgesamt ist alles drin jetzt hier auch für den Sieg. Wir kommen natürlich jetzt hier auch nochmal am Ende, weil die Pausen sind einfach sehr kurz. Nach diesem Spiel nur eine halbe Stunde Pause, eben machen wir eine Stunde. Sehr, sehr wild. Kommen wir nochmal wieder und geben euch da nochmal das ein oder andere Ergebnis. Alle hier mental am Limit, aber das ist es, wenn man halt eine Weltmeisterschaft spielt, ne? Das ist nicht mal eben so hier hingeflaxt. Von daher melden wir uns gleich zurück. Ich gehe natürlich noch weiter hier mit euch durch und gebe euch ein paar Impressions. Micha 69 hier am Start, gut drauf. Alter Sausack. Jo, deswegen Leute, bis gleich. Wir sind raus. Das letzte Spiel der Gruppenphase.
Wir sind alle, laufen hier auf den Zahnfleisch. Jetzt geht es wirklich nochmal darum, alle Kräfte zu mobilisieren und nochmal richtig hier Rambazamba zu machen. Wir haben hier auf den ersten Tisch der Matthias, der gegen Frankie jetzt spielt. Neues Konzept jetzt mal hier, Versuch Elder in Tyraniden reinzupaaren, um zu gucken, ob wir die damit abfangen können oder handeln können. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das läuft. Da sind wir auf jeden Fall mit den beiden Herren hier am Start. Dann Fritz wurde in Greyknights gepaart. Interessant, vom Gefühl her Scoring machbar. Mal gucken, ob er es hier liefert und sich nicht da irgendwie abräumen lässt. Auf jeden Fall eine wichtige Sache, ein bisschen auf Scoring konzentrieren. Dann kommen wir hier weiter. Am nächsten Tisch haben wir Flojo in Knights rein. Auch interessant mit seinem Transhuman, Mini-Transhuman. Mal gucken, was die Aufgabe ist, einfach nur zu blocken oder wirklich auch das Spiel zu gewinnen. Da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Genau, und hier im nächsten ist der Captain auch, Draven, am Start. Hier ist der Martin gegen Pion, spielt er hier Death Guard gegen, was ist das, Elder, ne? Ja, Elder, und zwar Vengeful mit der Zaubercraft World. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Ranged oder so, wo er einen sonst beim Zaubern wiederholen kann. Professor Pairing ist wieder am Start. Er meint, insgesamt ist okay das Pairing. Wird auf die anderen auch so sein. Deswegen mal gucken, wie es hier aussieht. Martin, das dritte Mal Elder. Mal gucken, ob er wieder so geil abliefern kann. Aller guten Dinge sind drei. Dann haben wir hier auf der anderen Seite Fred, diesmal in Necrons rein. Auch sehr, sehr spannend. Mal gucken, wie das sich hier vom Scoring ausgeht. Denke ich mal, eine sehr, sehr interessante Partie auch. Lim macht hier nochmal die letzten Reparaturarbeiten, auf jeden Fall auch richtig spannend. Also man merkt, hier knistert die Luft. Wurde auch gerade nochmal ein kleiner Hadel und ein Kriegsschrei ausgerufen. Micha 6913 ist hier am Start gegen die guten alten Tau jetzt. Gucken, ob er wieder performt. Es spitzt sich hier nochmal zu. Emotionen kochen nochmal über. Aber wir wollen den deutschen Fokus dabei halten und weiter hier performen. Hey, Chaos Knights, ja. Spain hier, und zwar Giorgio gegen den guten alten Belmondo, der, ja, jetzt haben wir hier ein Mirror, nee, haben wir ein Mirror? Ja, das ist ein Mix hier, okay, das sind Knights, Imperial Knights mit Sisters, wenn ich es richtig blicke, gegen seine Sisters, also ein halbes Mirror mindestens, mal gespannt, wie sich das ausgeht, in das Mirror reingepaart, das ein oder andere Team auch gemacht, und hier am Tisch einen, den ich auch persönlich kenne, der Luis Herroxa, einer der besten 1000. Spieler der Welt, gegen Immo. Von daher, ja, hat er hier einiges dabei. Geiler Typ auf jeden Fall. Und mal gucken, wie es das Spiel ausgeht. Ich glaube, das werden sie auf jeden Fall eine gute Kommunikation haben, ein gutes Spiel haben. Und das ist jetzt die dritte Runde der Gruppenphase heute hier. Ihr wisst wie immer Bescheid, ich bin euer Ramdes von den Kings of the Hill, euer Channel, wenn es natürlich um 40k im deutschsprachigen Raum geht und bald vielleicht auch international. Einiges vor. Und deswegen, ja, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Wir in den anderen spielen jetzt auch, aber es ist so mega warm, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es ist hier wirklich ein Hexenkessel, wie der Hexenkessel von Istanbul. Und ja, wird aber geil. Alle geben jetzt nochmal alles. Morgen und übermorgen wird es ein bisschen entspannter, weil wir dann nur in Anführungsstrichen zwei Spiele pro Tag haben. Das ist ein bisschen weniger fordernd. Und ja, so wird es jetzt weitergehen. Leute, seid gespannt. Wir geben alles für euch da und danke für den ganzen Support, der jetzt bisher auch gelaufen ist. Wir wollen alles geben. Von daher, wir sind raus mit aus. Eieiei, liebe Leute. Ja, das ist leider... Wird eine sehr, sehr enge Kiste, muss man sagen. Also natürlich sind die nochmal ein anderes Format. Wurden ja auch von vielen heiß gehandelt dieses Jahr, die Spanier. Aber es ist wirklich sehr, sehr bumpy. Wir haben viele auch kritische Entscheidungen, die hier getroffen werden müssten. Ab und zu mal der Judge. Ist nicht schlimm, weil wir eigentlich immer im Recht waren. Aber ja, es ist wichtig, dass halt sauber gespielt wird und dass einfach auch gewisse Regeln und so angehalten werden. Das ist jetzt kein Rage, sondern da müssen wir, die meisten achten da hier sehr, sehr gut drauf. Dann haben wir doch die ein oder andere Unwägbarkeit. Es ist wirklich eine Wundertüte, was jetzt hier noch passiert. Bei Matthias haben wir jetzt hier gerade keinen Stand, aber es ist sehr, sehr eng, was da passiert. Die Tyranniden haben hier auf jeden Fall die Oberhand. Wir sind in der Mitte des Spiels, zweite Halter des Spiels. Fritz hat hier mal wieder alle seine Erfahrungen gezeigt und hat hier einfach ein 20-0 rausgeklatscht gegen die Great Knights. Sehr, sehr cool, sehr, sehr stark, sehr, sehr wichtig. Ja, Flojo kommt hier ein bisschen unter die Räder gegen die Knights. Muss man mal gucken, wie sich das ausgeht. Glaube auch ein bisschen unter Forecast. Müssen wir gleich mal schauen, wenn das ausgespielt ist oder ob er noch irgendwo hier und da einen geilen Kreativmoment hat. Dann, ja, hier weiter zu Martin. Ist so mehr oder weniger noch on track, aber wir kommen jetzt in die entscheidenden
Phasen. Er kriegt nochmal eine zweite Lunge hier auch. Es ist sehr, sehr spannend. Wir sind alle sehr, sehr angespannt, muss man auch sagen. Er gibt hier nochmal alles, um zu gucken, was geht und was nicht. Mr. Pairing ist hier auch aufgeregt. Der Fred solide das anbringen, was er bringen soll. Er gehen die Neckons hier am Start. Sie sehen da relativ passiv aus. Der Gegner auch nachdenklich bzw. verzweifelt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn das so ist. Also müssen wir mal schauen. Aber da wird sich Fred auch jetzt nichts nehmen lassen, denke ich. Da ist auf jeden Fall das. Genau. Micha nach wie vor am Rasieren. Er wird das hier. Ich weiß nicht, auf was er gedreht hat. Er wird es gewinnen. Und er wird das auch gut gewinnen. So die Frage, wie hoch er das gewinnen kann. Das sehen wir gleich nochmal. Ja, die Tau. Die beiden Crisis-Bomben, man sieht alles, irgendwie löst sich hier auf in den Mortals und so, wird weggedacht, also richtig krasser Scheiß. Deswegen, ja, weiter so, go Micha 69, hol uns die Punkte. Genau, hier auch noch eine andere kleine Wundertüte-Überraschung, der Bell, der macht jetzt hier nochmal, oh ja, ja, Spain is motivated. Hat hier quasi das Mirror-Match gegen Sisters mit Knights am Start. Ich weiß jetzt gerade nicht punktuell, wie das da steht, aber es sieht noch on track aus. Wir hoffen, dass halt, das ist auch so die Hoffnung von den Veteranen, hier und da nochmal so ein Überraschungsmoment kommt und da die Erfahrung nochmal den einen oder anderen Extrapunkt holt, mit dem man nicht gerechnet hat. Hier haben wir den Luis, den guten alten T-Roxer, einer der besten 1000-Sandspieler der Welt. Ich glaube, der Immo hat hier sich doch leider ein bisschen verschätzt. Hey Luis, how did the game go? How did the game go? 20-0, oh my god. Congratulations still, man. Congratulations. Yeah, no worries. Ja, 20-0, das war natürlich nicht so gedacht. Er dachte, er hat ein gutes Matchup dort, aber da haben wir, glaube ich, auch nochmal uns verschätzt. Ja, wir müssen gucken, es wird eine enge Kiste. Wir hoffen, dass wir mindestens noch einen Draw machen können, aber die finalen Zahlen stehen einfach da noch aus. Und ja, ich werde es, glaube ich, nicht nochmal am Endergebnis schaffen, vielleicht später nochmal mit allen zusammen. Aber erstmal müssen wir natürlich jetzt hier gucken, wie es ausgeht. Und dann kommen wir auch da wieder zurück. Genau. Bis später, Leute. Captain Lim, wie ist die Stimmung? Gut. Ja? Sehr gut, ja. Jetzt also, vor Polen, wie fühlt es sich? Das ist so eine Art Tradition, dass Polen wohl immer der Gegner auf der ETC ist und El Clasico, wie man sagt im Fußball. Ja. Und, aber aufgeregt im positiven Sinne. Ja. Wir haben gestern gegen Spanien richtig gezeigt, wie ein Team funktioniert. Der Teamgedanke war mega. Ja. Am Ende wussten drei Spieler gar nicht, dass es gerade so gereicht hat. So, wir haben gewonnen, boah krass, wir haben gewonnen und alle explodieren. Und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und ein bisschen gefeiert gestern, gedanklich, kein Alkohol, wie es ist, kein Alkohol, kein Sex. Gleich hatte ein Bier. Ja, bei dir ist okay, du musst die Gedanken nicht direkt am Tisch abrufen, aber eine Verwarnung kriegst du schon mal. Nee, ich glaube, wir sind gut vorbereitet, die Listen sind sehr stark. Und von uns oder von Polen? Von Polen. Mhm. Von Polen ist sehr stark. Die wissen ganz genau, was sie machen. Sie haben eine riesen Community, sie haben einen riesen Playerpool und sie haben Veteranen dabei. Vielleicht hilft es, dass Typhus einspringen musste. Nein, darauf will ich gar nicht rumreiten. Leider fehlt denen ein Spieler, der ist an Covid erkrankt. Und deren Captain, Non-Playing-Captain, gleiche Position wie ich, springt für deren Drukhari-Spieler ein. Er ist aber auch Drukhari-Spieler. Mhm. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Sie stehen auch 2,5 im Scoring, also zwei Siege und einen Unentschieden. Darauf können wir aber uns nicht ausruhen, denn die hatten auch eine starke Gruppe. Also ja, ja. In Belgien haben sie das Draw gehabt. Und ja, ich schaue persönlich auch noch ein Stück weiter, denn USA spielt jetzt gegen England. Stimmt, ja. Und da kann man schon fast sagen, das ist eine Art Finale. Ja. Aber die großen Fische holen wir uns auch noch, auf jeden Fall. Wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Wir haben. Ich denke auch, das ist. Also, wir sind eins der Teams hier, die auf jeden Fall auch mehr Leute dabei haben, um einfach auch da entlasten zu können. Und auch wir hätten auch zum Glück nicht, toi, 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 den einen oder anderen Notfall gab, dass ein Spieler ausfällt. Und da ist es dann Gold wert, wenn man halt Leute dabei hat, die halt einigermaßen einspringen können und da das Team noch mit so eintragen können. Safe. Ja. Das war wirklich so. Es gab zwei, dreimal die Situation, wo wir unserem Death Guard-Spieler eigentlich von der Platte abziehen wollten, weil es ihm körperlich nicht mehr gut ging. Ja. Und
da tauschen wir lieber aus, vielleicht kassieren wir dann einen Loss, wenn ich dadurch einspringe, überhaupt kein Thema, aber wir schonen den Verein weiter am Tag. Genau. Den Plan hatten wir schon. Aber er hat durchgezogen? Er hat durchgezogen, wir haben dann gemerkt, ihm fehlt einfach Zucker und Salzstangen, ja. Also Salzgehalt. Alles. Es ist super warm hier drin, ja. Die Konzentration gleichzeitig aufrechtzuerhalten, ist eine Meisterleistung, von daher, aber es ging alles gut und wir sind alle happy. Toi, toi, toi. Ja. Ja. Ich check mal das Team, mein Lieber. Ja, danke also ich glaube nur Flojo hatte heute Nacht irgendwie ein Haar in seinem Fuß. Ein Barthaar, ja. Ein Barthaar, ja, die Memme. Naja, unglaublich. Da kannst du ja auch hinsetzen. Schauen wir mal. Ja. Alles klar, bis später. Danke dir. So, schau. Hä? Das kommt im Internet. Ja, genau. Genau. So, schauen wir mal der Rest vom Team. Was da los ist. Denn man merkt heute, jetzt werden die Gänge angezogen. Und ja, ihr seht, wir sind da wirklich eine Einheit, immer geschlossen frühstücken. Ich guck mal, wen ich jetzt hier nicht schmatzend noch mal ganz kurz nebenbei interviewen kann. Fritz, wie ist die Lage? Spannend. Spannend? Geht's gegen unseren gegen Old Nemesis. Sag's aber gut. Gegner. Du magst das? Du hast Bock drauf? Immer. Ja, ne? Naja, frag mal bitte. Hast gut geschlafen, bist einigermaßen vorbereitet. Das ist die Hauptsache. Micha 13. Moinsen. Wie ist die Lage? Bist du motiviert? Ja, Sigi. Ja? Mal gucken, wer jetzt kommt. Schwimmst du gerade auf einer Welle, kann man das sagen? Auf drei Wellen. Auf drei Wellen, ja genau. Eine kommt aus Schottland, eine aus Norwegen und eine aus Spanien. Und alle sind über Synapse gekommen, ne? Ja, alle werden über Synapse weitergeben, ne? Ja. Aus dem Fun-Game hat Irland auch richtig Bock gemacht. Auf jeden Fall. Ne, drei Spiele, die Gegner weggedacht. Viel Glück fürs nächste Spiel. Na gut, sehr gut. Sehr gut. Ihr seht alle so gut drauf. Wir haben auch eine neue Nationalhymne mit Leila hier gefunden, die noch nicht bei allen Anklang gefunden hat. Nehmen ganz kurz noch mal Belma mit. Ist gut drauf? Ja. Noch nicht schon mal gegen Polen gespielt? Ja, ein paar Mal schon. Ein paar Mal schon, also nichts neu, kein Neuland. Für alles easy. Ja? Herzlich weg. Alles klar, dann ist mal in Ruhe. Dann ist mal in Ruhe. Also, bis später, Leute. Ich hoffe, das gibt euch ein Gefühl, wie der Vibe hier ist bei uns. Und ja, ihr seht einfach wieder, wir sind hier sehr früh am Start, 8 Uhr morgens. Die Stimmung kommt jetzt langsam wieder und man merkt auch jetzt, das ein oder andere Land tatsächlich, das jetzt gestern kein Trikot getragen hat, trägt heute eins und jetzt werden die Gänge angezogen. Von daher toi 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 und bis später. So Leute, Gewinne, 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 es geht wieder los, ich gehe wieder rein, das Pairing ist durch. Wir sagen einfach vorsichtig, also oder historisch gesehen, hat mir unser Head of Pairing, Professor Dr. Med Pairing, und zwar David, gesagt, dass wir ja, in Anführungsstrichen noch nie so gut gepairt haben gegen Polen wie jetzt. Oh ja, das Pairing haben wir so gut hingekriegt, wir mussten nur einen einzigen opfern. Genau. Natürlich soll das jetzt nicht irgendwie Übermut hier sein oder so, wir bleiben cool. Das müssen wir einfach liefern, in Anführungsstrichen einfach. Ihr habt ja auch jetzt in den letzten Runden gesehen, es kann immer hier und da was schief gehen oder sich verändern oder auch nach, positiv wieder nach vorne laufen. Aber ja, so sieht es jetzt aktuell aus. Wir haben jetzt hier am ersten Tisch direkt Martin am Start. Der wird gegen Chaos Knight spielen. Schwieriges Matchup, aber er ist einfach in der Rolle des Blockers immer so und hat uns natürlich hier schon hier und da in diesem Turnier getragen. Sehr, sehr geil. Deswegen mal schauen, wie er sich jetzt hier schlägt. Vorteil für ihn hier, er durfte die Platte auswählen. Deswegen ist das eine gute Sache. Die ist eigentlich insgesamt ganz gut für ihn und schwieriger für die Chaos Knights. Genau. Das Platte haben wir Flojo. Mit seinen Genestealer Kults geht's in die Tyranniden rein. Mal gucken, wie das läuft. Ja, natürlich Tyranniden sackstark, immer noch saustark. Was aber die Genestealer machen können, ist, die können die Primary vor allen Dingen und auch die Mission generell Secondary hier relativ gut mitspielen. Da hoffen wir uns auch ein, sag ich mal, auf jeden Fall Punkte zumindest oder eine solide Performance. Dann auf der Erfolgswelle schwimmt der Micha 13 hier. Heute auch Samstag, der 13. August, Wahnsinn, spielt er mit seinen Tyranniden gegen Necrons. Das gewinnt er hoffentlich. Natürlich werden die Necrons scoren wie blöde, da kommen wir nicht drum herum. Aber mal schauen, wie gut er das gestalten kann. Mortal Wounds mögen auch die Necrons gar nicht, weil da gibt es keinen Reap. Und ihr wisst ja, ohne Reap kein Trieb.
Nein, den schneiden wir raus. Der war jetzt lame. Ich bin noch nicht ganz hier auf Sendung. Wollte euch das hier nur mitgeben. Genau. Dann haben wir hier Bell. Unsere Erfahrung pur gegen Imperiale Ritter. Insgesamt eigentlich ein gutes Matchup. Der soll auf jeden Fall weiterhin gut scoren und das eine solide Säule des Teams jetzt hier auch sein, weil er einfach die Secondary Smisser mitspielen kann und die Ritter sich eigentlich hier und da gut auspicken kann, wie er sie rausnimmt mit Meltern, mit Repentia oder whatever. Genau, dann haben wir hier an der nächsten Platte Immo wieder jetzt gefragt zu performen, auf jeden Fall gegen Sisters. Er sagt für sich ein gutes Matchup. Ich glaube auch, dass es ein gutes Matchup sein kann. Darüber glauben wir alle natürlich. Wir drücken die Daumen, dass er jetzt liefert. Er hat alles in der Hand. Von daher sind die Daumen hier gedrückt. Genau. Und dann der Bandmaster Quark hier an Tisch Nummer, ich weiß gar nicht mehr welcher, spielt gegen Harlequins. Hier haben wir auch ein Mirror rausbekommen. Das ist eigentlich ganz cool an dieser Stelle. Und so spielt er mit seinen Elder gegen Harlequine. Und ja, abgesehen davon, dass Bell Elder gut kennt, kennt er Harlequine auch sehr gut und muss man einfach vertrauen. Bisher liefert er super, super solide ab, trägt auch unter anderem mit das Team sehr, sehr geil. Daumen sind gedrückt. Ja, Fritz trifft hier auf den alten Bekannten. Der spielt Tau und Fritz selber mit seinen Necrons. Ja, hat er für sich, glaube ich, gut eingeschätzt. Mal schauen. Bei Fritz müssen wir einfach sagen, ein Freigeist, den muss man einfach schalten und walten lassen. Und ja, bisher hat er uns nicht enttäuscht, sondern im Gegenteil hat hier und da nochmal einen rausgezaubert. Sehr, sehr geil. Und ja, wieder mal hier am letzten Tisch quasi oder am ersten Tisch, wie man es betrachten mag. Fred von den Breaking Heads hier am Start spielt mit seinen Drukhari in, was ist, soll das sein? Ich glaube auch Drukhari, ja. Sehr, sehr bunte Drukhari sehe ich hier. Das heißt, unser zweites Mirror Match. Interessante Geschichte. Das sollte Fred gut kennen. Mal gucken, wie er das dann macht. Aber ja, so sieht das aus. Wieder sehr, sehr interestingly enough. Wir haben hier am Seitentisch auch wieder die Amis. Und jetzt gehen die Engländer. Also quasi zwei der Top-Contender spielen. Sieht hier vorne Mike Porter gegen Jack Harpster. Ja, warum Top-Contender? Bei USA fragt man sich, ey, das sind doch die Hälfte Profis. Die müssen das doch wirklich in- und auswendig können. Und bei den Engländern ist es so, die sind natürlich der aktuelle noch Titelverteidiger. Deswegen richtig cool. Am zweiten Tisch haben wir hier Richard Siegler gegen JP Ramsey. Interessant. Necrons kennt er sehr gut gegen seine Admec. Das gefällt ihm auch gut. Genau. Hier Alex Harrison gegen Vanilla. Genau. Ist einfach immer nur cool zu sehen, wie andere Leute auch operieren. Und wie sie das hier alles machen, das soll euch einfach hier die Eindrücke geben und den Vibe geben, das ist geil. Von daher, let's go. Ja, so sieht das aus und ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Gebt uns gerne bitte, bitte Feedback, ob hier wirklich so ein bisschen die Stimmung rüberkommt. Man merkt heute wirklich, muss man sagen, dass der Gang hier so ein bisschen hochgeschaltet worden ist, weil die eine oder andere Top-Nation hatte doch gestern eine andere oder eine leichtere Gruppe, sage ich mal. Und ja, bei uns war das schon knackiger, wie ihr auch von den Ergebnissen und auch von den Standings mitbekommen habt. Von daher, ja, ab heute ist wirklich der Hard Mode hier nochmal aktiviert. Auch wir müssen eine Schippe drauflegen. Das werden wir aber. Wir sind ein Grinding Team, wie ich schon sage. Und wie ich es auch schon zu Bell gesagt habe, wir grinden uns hier nach oben. Und wir halten euch auf den Laufenden, wie es dann im Verlaufe jetzt dieses Matchups in dieser Partie läuft und von daher drückt uns die Daumen. Bis später. So, liebe 40k-Athleten, ja, wir haben es jetzt gerade nicht mehr gemessen, es wurde sehr, sehr intens. Wir haben gegen Polen gespielt und man muss sagen, das war leider nix. Das war ein Griff ins Klo. Da haben wir Impairing, also da kamen irgendwie einige Sachen zusammen, Impairing, einige Sachen ein bisschen falsch eingeschätzt. Dann, ja, wie es manchmal so im Spiel läuft, die eine oder andere Sache auch hier nach links und nach rechts gegangen, ein bisschen gedribbelt. Aber nichtsdestotrotz gute Games gehabt. Einige von uns dachten tatsächlich, dass es hier einen Top-Cut gibt, aber dem ist nicht so. Das ist das Schweizer System, das heißt, alles ist noch drin. Wir haben ja auch drei Siege schon gemacht, deswegen alles cool. Wir geben weiter Gas. An der Grundmission hat sich nichts geändert. Wir sind jetzt in der fünften Runde und zwar gegen Belgien. Ja, da geht es hier am ersten Tisch direkt los. Flojo mit seinen Jeans, die dann in Tyranniden rein. Mal gespannt. Hat er jetzt, glaube ich, schon mal, das war eben wild, ob das jetzt besser wird.
Der gute alte Micha 13 hat jetzt hier 1000 Suns bekommen. Ein Matchup, das er auf jeden Fall kennt und auch mit Mario durchaus trainiert hat. Hoffentlich scoret er jetzt und erholt sich von der gerade nicht so geilen Performance, will ich nicht sagen. Wir haben die Necrons einfach unterschätzt. Die haben da richtig geile Sachen oder krasse Moves gemacht. Und das werden wir, denke ich mal, nochmal in der Nachbesprechung auch nochmal auseinandernehmen. Genau, hier jetzt Bell gegen Tom Adriani, den Captain auch vom belgischen Team. Auch schon bei zwei Veteranen, die hier zocken. Da hat Bell jetzt hier Chaos Knights bekommen. Da sagt er, das geht besser auch als Imperial Knights. Gucken wir mal, ob das jetzt auch so übertragen wird. Aber ich denke auf jeden Fall irgendwie, ja, ich habe jetzt die Hoffnung so groß. Der gute Fritz spielt jetzt hier gegen Sisters of Battle. Mal gucken, ja. Einmal hier der Herr Dussoir. Den habe ich auch irgendwo schon mal auf einem Turnier auch gesehen. Bei uns in Deutschland. Jo, drücken wir ihn auch die Daumen. Fritz hat gerade nochmal meditiert und nochmal Powernap gemacht. Das war wichtig. Und ja, hier haben wir fast ein deutsches Duell hier. Arne, der für Team Belgium ist, auch der meine Anna aus dem Discord bekannt ist, zockte gegen Fred Drukhari in seine Blood Angels ist das. Blood Angels. Da besprechen sie sich gerade. Bin ich gespannt, wie es sich ausgeht. Und dann haben wir hier Martin spielt gegen Liam, der auch das eine oder andere TTS-Turnier und der Rising Star, glaube ich, von Belgien so ein bisschen ist. Er hat seine Death Guard und Liam spielt Martin, Liam spielt Harlekine, ne? Ja. Ja, Harlekine auf jeden Fall. Seine Faction, für die er auch bekannt ist und mit der er sehr geübt ist. Deswegen Martin wieder in Spezialmission unterwegs. Viel Xenos kriegt er heute ab hier oder auf diesem Turnier. Dann haben wir hier Bellmann alias Quark alias der Farseer spielt gegen Necrons hier. Interesting game. Mal gucken, was hier passiert. Und ja, auf jeden Fall auch einer unserer Scorer. Er soll scoren. Bei der Geidas hier am letzten Tisch ist das. Immo spielt mit seinen Tau gegen Death Guard, wenn ich das richtig sehe hier. Sehr nice. Gelände auf jeden Fall. Gibt doch einiges her. Mal gucken. Aber ich glaube, das ist gutes Gelände für die Tau. Von daher, Daumen sind gedrückt. Let's go. Leute, jetzt erstmal durchziehen. Hier der Kommandostab. Kurze Stimmung auffangen. So, in der Kommandozentrale sind wir gerade angelangt. Wie ist die Stimmung nach dem Pairing jetzt? Mega. Die Stimmung ist super. Wir lassen die Spieler jetzt in Ruhe. Wir lassen die alle in den Tunnel reinfahren, damit die jetzt richtig performen können. Und weil die wollen sich mit dem Polen-Ergebnis sicherlich nicht zufrieden geben lassen. Das will keiner von uns. Das ist verdient von den Polen gewesen. Aber wir, seitdem wir wissen, es gibt keinen Top-Cut, holt uns jetzt den Titel. Und du, David, was hast du noch? Ja, also das Pairing war mega, mega gut. Ja. Das ist quasi alles aufgegangen, was wir gehofft haben. Und da, ja, das muss jetzt laufen. Ich habe mich ein paar Mal beim Pairing richtig gefreut. Ich wollte einfach mal Emotionen reinbringen, weil bei den anderen wird immer irgendwie so geschrien. Bei uns wird immer alles ruhig gepairt. Ich glaube, wir müssen auch an den Tischen mehr Emotionen reinkriegen. Ja. Wir sind sehr, sehr sachlich am Tisch. Und ich glaube, wir müssen mehr von Emotionen jetzt kommen. Geil, ne? Ja. Das probieren wir jetzt mal. Bisschen Sommernachtstraum. Nichtsdestotrotz lassen wir die Spieler jetzt erstmal langsam auffahren. Und dann werden wir unseren Support dazugeben. Daumen sind gedrückt. Jetzt müssen wir rasieren. Ja, schauen wir mal. Ach, geiles Event, Leute. Man sieht jetzt hier auch schon das ein oder andere verteilte Deutschland-Trikot. Jetzt hier bei den Polen, glaube ich, auch. Sieht man da den einen oder anderen. Das ist auch cool zu sehen. War auch schon ein bisschen getauscht. Ist auch das Schöne. Hier kann man Würfel tauschen. Hier kann man, wenn man sich gut versteht, hier kann man schnacken. Hier kann man alles machen. Also echt rundum geile Veranstaltung. Und ja, Liam hier. Good luck. Und ja, von daher einfach eine coole, runde Sache. Ich hoffe, ihr saugt das hier so richtig auf. Ja, viele Leute kämpfen noch hier um die oberen Plätze. Also richtig spannend. Neben uns jetzt hier auch mal wieder Spanien am Start. Daneben Niederlande, auch gerade hoch platziert. Und das ist quasi etwas über der Mitte des Events. Morgen kommen dann nochmal zwei Spiele. Und von daher einfach geil. Richtig geil. Gebt uns mal gerne Feedback in den Kommis unten, wie ihr es findet, wie ihr das Event so seht. Ja, was es für euch so einen Eindruck macht, ob ihr auch gerne mal hier wärt. Ja, wie das so rüberkommt, weil wir sind jetzt hier vor Ort und dann hat man natürlich so eine gewisse Sicht auf die Dinge, aber es kann ja immer anders wirken. Ja, Leute, wir sind raus. Bis gleich. It's intense. Lim ist hier auch nochmal am Medial richtig performen.
Subside up, knick, knack, links gedribbelt, rechts vorbei. Jetzt ist der Moment gekommen, make or break, würde ich sagen fast. Ne? Hier ist instant Live-Berichterstattung und da ein schön. Jawohl. Genau so. Liebe Freunde, es geht. So, liebe Leute, was ist hier bitte los? Also wir haben jetzt das Spiel gegen Belgien beendet, quasi gegen den Nachbarn. Und ja, wir haben ja ganz kurz den Bellmaster. Wie geht's dir? Oh, mir geht's super. Ja? Die, am Tag ja nur zwei Spiele, das geht auch ganz gut. Geht ein bisschen besser, ne? Ja. Wir haben dich ja auf Knights gepaart, Chaos Knights ist, glaube ich, ne? Ja. Wie ist es ausgegangen? 16-4 für mich und ich durfte gegen Tom Adriani spielen. Ah, geil, gegen den Captain vom belgischen Team. Richtig. Hattest du die 16 geforecast oder hast du sogar mehr als gedacht? Mehr als gedacht. Ich wollte zwischen 12 und 14 bringen. Ja. Sehr, sehr geil. Da seht ihr wieder, Erfahrung zahlt sich nochmal aus. Ja. Deswegen, ja. Hat gut geholfen, viel Druck gemacht, viel zugestellt. Perfekt. Läuft. Perfekt. Ja. Jetzt bauen wir hier ab und dann nehmen wir uns nochmal ein Feierabendbier, glaube ich, oder sowas. Und dann bereiten wir uns auf morgen vor, ne? Alles klar. Ja, gibt ein Like oder wie gesagt? Ja, genau das. Danke. Bis später, Welt. Jo, hier haben wir am ersten Tisch direkt Flojo gehabt. Ja, der ist, hat auf jeden Fall das geforkastet. Also, er hat einen 10-10 geforkastet, also quasi unentschieden, hat es auch geholt. Hier gab es immer noch einen anderen Umstand, aber das war wirklich, glaube ich, alles nicht wissentlich, sondern einfach die Tatsache, dass da irgendwie ein paar Würfel nicht reingehörten. Das war auch keine Absicht, aber. Die Regeln sind nun mal so, dass wenn Würfel unterschiedliche Ergebnisse zeigen, dann gab es da eine kleine Strafe. Deswegen ist es hier auch nochmal für uns besser ausgegangen. Aber trotzdem hat Flo das erreicht, was er wollte und dadurch einfach noch ein bisschen mehr. Von daher sonst aber alles geklärt, alles gut. Hier an dem Tisch hatten wir ja Micha, der gegen die 1000 Suns hier gespielt hat. Die hat er so reingedrückt, da hat er alles weggemortelt. Das war richtig stark. Am Ende hat Ariel noch mal ein paar Punkte geholt. Dementsprechend hat Micha hier ein 16-4 geholt. Das ist auch das, was er vorgecastet hatte. Von daher da alles cool. Genau, hier der Tisch mit, das war der Tisch, wo Bell gespielt hat. Das hatten wir gerade schon besprochen. Hier das belgische Team macht noch mal eine kleine Versammlung. Hier an diesem Tisch hatten wir Martin gegen Death Guard von... Also der Martin mit Deathguard gegen Liam, der sollte dann nochmal gucken, ob er irgendwas rausholen kann. Hat am Ende des Tages 16-4 verloren. Das ist ein super Ergebnis. Dabei hat sogar eine 17-3 angegeben. Von daher da auch wieder. Also Martin ist der Grinder dieses Turniers nochmal richtig, richtig geil. Ja, hier wird versammelt um Fred herum. Fred hat mit seinen Drukhari gegen Arne gespielt hier und hat dort auf jeden Fall ein 17-3, glaube ich, geholt. Auch dort wieder etwas mehr als geforecastet. Von daher richtig, richtig cool. Und genau, ihr seht schon, wir haben die meisten Spiele gewonnen, jetzt gerade eins hier verloren. Hier hatten wir, oder war das der Tisch? Ne, das war der Tisch. Dann war das eben der Tisch. Ich komme schon durcheinander, Leute. Hier war auf jeden Fall die Harlekin am Start, wie ihr sehen könnt. Aber Martin, Bell und Micha schnacken da nochmal ein bisschen. Hier hatten wir Bellmann auf jeden Fall am Start, der gegen sich gegen Necrons rangetraut hat. Ihr seht es auch hier. Gegen Necrons hat er ein 12-8 Niederlage erringen können. Das ist auf jeden Fall gut, weil Necrons einfach wie blöde scoren und die Flieger sind einfach garstig für die ganzen Fußtruppen, wenn die halt nicht in Transportern sitzen. Also von daher hier leider die zweite Niederlage aus 6 Spielen, aber die anderen sehen alle sehr, sehr gut aus, denn auch hier am letzten Tisch konnte Immo sich wieder fangen, hat hier nochmal performt und hat hier eine schöne gegen eine Death Guard, eine schöne 15 Punkte erreicht. Also von daher insgesamt Sieg für uns, für Deutschland hier. Stehen jetzt gerade 4-1. Das ist eine super Ausgangslage, vor allem weil gerade auch Amerika und Australien, die beiden Führenden, haben unentschieden gespielt. Das ist auch nochmal cool, von der Spannung pur. Und ja, wir gehen jetzt heute mit Schwung und mit einem guten Gefühl hier raus. Wir haben hier nochmal die Boys, die sich hier so ein bisschen beraten. In der allerletzten Runde von seinen 54 Punkten 12 Stück geholt. Weil er hatte, ich hatte ein CP zu kurz, der Ballesceptor konnte keinen Overrun mehr machen und auf seinen scheiß Sticky-Marker gehen. Dann ist Ariman, hat er sich in der Runde davor weg teleportiert, hat Thermaganten auf den Marker getötet, den Marker übernommen. Ihr seht, hier werden noch die ein oder andere Erfahrung ausgetauscht, natürlich immer cool als Team. Das bringt uns gerade auf jeden Fall auch zusammen. Morgen noch zwei Spiele. Wollen wir auf jeden Fall performen, alles geben, im Schweizer System alles rausholen, was geht. Das ist ja cool, heute nochmal wieder die kleinen Feinjustierungen zwischendurch machen. Ihr wisst, wie es ist. Ja, dafür sind wir Deutschen einfach auch bekannt. Flo ist gut drauf, so muss es sein. Genau, ihr seht auch, wieder die Stimmung ist auf jeden Fall am Start, nachdem Polen doch ein bisschen so ein kleiner Dämpfer war. Aber weil wir auch für euch einfach auch alles geben wollen, muss man so sagen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, boah, Fritz hat schon ein Bier, hat mir keins mitgebracht. Sündhaft.
wir sind Platz 5 oder was? Wieder gegen Spanien? Schweden, nee, geht nicht. Ah, man darf nicht zweimal den gleichen. Ah ja, hier, das ist ganz interessant. Zeigt der Fritz hier gerade einmal. Wir spielen gegen Schweden. Geil. Das können wir schaffen. Können wir Schweden schaffen? Ja. Ja. Ja, Wollo, das ist die. Wir haben mehrfach diskutiert. Es fehlt einfach in unserem Team die Emotionen in unsere Tische. Denen ist hier einfach viel zu warm in der Halle. Die klatschen mir morgen so. Die müssen schon einschmolzen. Wir haben einfach zu wenig Emotionen im Team. Es wird kein Würfelwurf richtig groß oder laut gefeiert. Das wollen wir mal gucken, ob wir es ändern können. Aber jetzt werde ich gleich erstmal den Fritz unter den Tisch trinken. Genau, deswegen. Da ist schon mal gut. Ihr seht, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Kann Fred noch mal kurz interviewen über das Spiel? Gut. Nach dem Spiel ist... Wie ist die Stimmung? Gut. Wir spielen vielleicht gegen Schweden. Was sagst du? Oh, cool. Ja? Ja. Ja? Ja. Freust dich, ne? Wollte ich ja auch hier in der Kamera. Ihr seht ja auch hier, Fred, es steht hier 1A, das Trikot, muss man leider sagen. Leider hier vom Feind, genau, aber gute Größe ausgesucht. Von daher, ja, freuen wir uns. Die alte Garde hat alle sehr, sehr gut geliefert. Perfekt. Ja, Leute. Damit verabschieden wir uns aus Tag 2 von euch für heute. Ihr kriegt jetzt hier nochmal den Gang nach draußen. Gib mir den Mini und ich fange an zu pissen. Shop, Jump, Dexter, ich fange an zu racen. Hol den Holzleim raus, baller mit dem nahen Eulkleber von Revell, steinhart wie ein Gargoyle. Trage Farben auf wie ein Bombernapalm, male kleine Blitze auf die Schwetter wie Radarfallen. Ich mal halt Marine für Marine, Punkt für Punkt wie Hakim, The Dream. Alles für das Team, Kings of the Hill. Hast du keine Ahnung, geh nach links zum Chill. Was soll ich sagen, Mann, ich liebe dieses Hobby. Und kommst du aus Ultramar, frag doch einfach Bobby. Ist okay, viele Leute wollen nur spielen. Ist okay, lass die Würfelrolle mit Spiel. Aber hey, was wollen die ollen Kings hier? Die kommen und holen Platz 1 bis 4. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt. Deswegen geben wir Gas, wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt. Deswegen geben wir Gas, wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Shop, Jump, Dexter. Machen wir noch einen Huddle? Schreiben wir noch einmal? Ja, Mann! Das hast du geschrieben. Dann jemand anders. Did you win? Yes. Did you win? No, we drew with one point from a win against Spain. Okay. 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 Next 75. So now we have someone from IKEA here. He will give us furniture you need fixed. He will give us special vouchers. I'm really proud of all of you guys. Like really proud. Luis also, Luis, you can join. You performed awesomely. Here's another intruder. Especially Daniel. So we're gonna do the pairing. We're gonna go into the hotel. We're gonna make ourselves nice and clean for you know. Tonight, perfect. Yeah. Okay. Sounds good. Yeah. We're gonna watch forward for tomorrow. We're gonna be stay focused. We're gonna win this shit. So, one, two, three. Team Germany! Good luck. Let's tomorrow. Go. Let's go. Oh, das ist ja, das ist doch mal hier. So Leute, Game Day. Letzter Tag ist angebrochen. Ihr hört es auch noch an meiner Stimme auch, ich bin hier leicht heiser. Schweden ist unser Gegner, Pairing ist durch. Ich habe die Tische gerade aufgebaut, ich habe mit den anderen auch natürlich. Ja, es steht alles, jetzt liegt es in den Händen der Spieler. Wir sind aber heiß wie Frittenfett, gerade einen geilen Huddle gehabt. Wir haben jetzt hier am ersten Tisch gleich Micha in die Tyrannien reingepairt. Er sagt uns wirklich, ja, in die will er gerne reingepairt werden. Deswegen hoffen wir mal, dass er hier richtig durchrasiert und für uns scored. Dann haben wir hier am nächsten Tisch Blood Angels gegen Sisters of Battle, das heißt gegen Manu. Ich hoffe, dass er auch hier geil scored. Ich glaube auch, dass ein Pairing, das wir favorable haben. Dann haben wir am nächsten Tisch Necrons, Fritz, auch einer unserer Leistungsträger. Jetzt hier auf jeden Fall gegen die Tauran. Das ist jetzt so bedingt, finde ich, ein geiles Matchup. Ich glaube, er wollte eine Map haben, wo er sich verstecken kann und es geht hier nur um Scoren. Ja. Was ist Fritz' Aufgabe?
Was ist Fritz' Aufgabe? Fritz soll einfach scoren. So gut er kann, ne? So gut er kann. Ja, weil es recht offen die Mappen. Total beschäftigen ja. Und ich denke mal ein Unentschieden. Okay, cool. Ja, das soll er machen, Unentschieden und geil. Fred haben wir reingepairt in Knights. Bin ich mal gespannt, was er hier für eine Aufgabe hat. Sieht für mich auch eher aus wie ein Block. Dann haben wir Immo hier gegen AdMac, natürlich guter Spieler mit dem Nilsson, auch schon von verschiedenen Turnieren bekannt. Der hat wieder seine AdMac hier dabei. Drücken wir hier auf jeden Fall auch die Daumen. Das sieht mir auch nach einem Blocker aus. Hier auch ein Mix aus Chicken, so eine Art Richard Ziegler-Style hier. Dann haben wir Flojo in Knights. Das ist wahrscheinlich so ein Bus-Match, der wurde hier hart runtergeworfen. Wildes Pairing hier. Und dann haben wir hier den Matthias Bellmann, Master, in Sisters of Battle. Ein Match, das er kennt. Hoffentlich punktet er hier auch geil, ähnlich wie in der ersten oder zweiten Runde, wo das war gegen Norwegen. Auch sehr, sehr spannend. Genau. Und hier Martin wieder gegen Harlekine. Wahrscheinlich ein bisschen nicht ganz so starker Spieler wie eben jetzt mit Liam. Aber mal gucken, wie das sich ausgeht, wie er das macht. Und ja. Guten Tag. Guten Tag, ja. Genau. Und das ist jetzt hier das. Ich muss aber Martin checken, der braucht uns nochmal gleich und dann melden wir uns gleich zurück. Es ist etwas hektischer heute, weil heute geht es um die Wurst, Leute. Wir sind erstmal für jetzt raus, Leute, bis gleich. So, okay, also Martin brauchte nur einen Kaffee. Okay, ich dachte schon wieder, vielleicht gesundheitlich was oder so, aber nein, Glück gehabt, alles gut hier. Ja, Leute, es ist richtig wild. Wir haben hier jetzt in unserer Umgebung, also wir sehen auf jeden Fall hier links, Australien in England, richtig knackige Partie und natürlich gerade das Spiel aller Spiele ist hier USA gegen Polen, die beiden, die ganz weit vorne sind, deswegen wollen wir da auch gleich wieder hin, das ist der Plan und ja, von den Matchups her, ich war jetzt gerade beim Pairing nicht dabei, kann mir aber vorstellen, dass das Matchup, ja, so alles im neutralen Bereich liegt, ich würde jetzt nicht sagen ultra positiv, aber machbar und ich will, dass wir das machen. Wir alle wollen, dass wir das machen. Und jetzt legen wir es einfach in die Hände der Spieler. Und that's the way. Das ist der Weg, Leute. Das ist der Weg. Nochmal ein paar Impressionen hier aufzeigen und aufholen. Alle hier nochmal am Beraten. Das ist einfach, hier geht der Punk ab, Leute. Das Dach fliegt hier fast weg. Es ist jetzt schon wieder unfassbar warm. Aber einfach geil. Gönnt euch das einfach mal, zieht euch das mal hier rein. Was hier abgeht, ey, das ist einfach... Das ist einfach, hier will man sein. Hier will man sein. Guck mal hier, Rüd gegen Skari nochmal. Alles bekannte Leute, CJ auch am Start. Alle gut drauf, alle gut drauf. So ein kleines Eldari-Matchup hier am Start, sehr, sehr geil. Ja, schauen wir mal, wie es wird, Leute. Ich bin jetzt erstmal raus und beobachte die Spiele. Von daher bis später. So, liebe Leute, wir sind wieder back. Und zwar jetzt so mit Game ungefähr, kann man sagen, aber es gibt schon eine Tendenz. Erstmal was macht die Kamera? So, von den anderen Tischen. Ja, wir schauen natürlich sehr auf Polen gegen USA. Wir haben jetzt gehört, es sieht so aus, als ob Polen auch USA wegklatscht. Also das wäre natürlich krass und würde sie mit hoher Wahrscheinlichkeit schon ganz, ganz weit nach vorne katapultieren. Wie dem auch sei, wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Wir gucken uns das jetzt hier an. Und zwar am ersten Tisch hier ist Micha nach wie vor mit seinen Tyranniden am Start, gegen Tyranniden. Von den Punkten her weiß ich schon hier von der Tendenz, dass der Gegner sagt, dass er hofft hier auf 1 bis 2 Punkte. Wir hoffen natürlich, dass Micha hier die 20-0 voll macht. Schauen wir mal, wie das hier ausgeht, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Absolute Dominanz und auch die Behemoth-Liste ist einfach nicht dafür gemacht. Den ja auch natürlich den Command-Squad wieder, wie er jetzt hier sich gerade berät. Gehen wir zum nächsten Tisch. Hier haben wir Manu mit seinen Sisters. Die, ja, gegen Blood Angels. Sein Forecast steht nach wie vor noch, dass er hier mindestens 15 Punkte oder mehr scored. Das sieht, glaube ich, auch gut aus. Das ist alles noch aktuell. Es ist das Dominieren, das Feld hier in der Mitte weit vor, hier und da links und rechts versprenkelt ein paar Blood Angels. Aber punktemäßig sieht man einfach auch hier, dass sie da sich richtig gut positioniert haben. Manu immer besser am Start hier, der Bellmaster. Genau. Hier ganz spannendes Spiel, Fritz, also wurde richtig hart hier reingepellt gegen Tau. Er hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen, um die Winkel auszumessen, um zu machen und zu tun, um einfach auch Risiken zu mitigieren. Und ich glaube, vom Scoring her sieht es
okay aus. Er soll hier einen Unentschieden holen. Ist er dafür vor einem Track? Also es ist eine super, super schwere Platte, aber Fritz ist einfach erfahren und macht das auch dementsprechend gut. Hier vorne hat er so die eine oder andere Sache am Start. Ich glaube, es sieht gut aus, dass er zumindest seinen Forecast erfüllt. Aber wie gesagt, man kann auf seiner Platte jetzt hier keine Wunder von ihm da erwarten. Im nächsten Matchup hier Fred, ja, der muss sich hier wirklich mit Knights rumschlagen, soll die quasi blocken, Chaos Knights hier am Start. Ich glaube, es sieht ganz gut aus, es ist halt eine Art Shootout. Es sind schon vier kleine Knights hier gegangen, der große wird da jetzt irgendwie angegangen. Deswegen schauen wir mal, wie das sich da ausgeht, aber bei Fred mache ich mir wirklich gar keinen Kopf. Der hat einfach so viel Erfahrung, das sollte gut klappen. Ja, hier Immo. Hier war es gut. Spielfeld, wir sind schon relativ, glaube ich, weit fortgeschritten, muss man sagen. Spielfeld ist einfach auch so nach wie vor dominiert von den Tau, sogar jetzt hier in der Ecke drin. Hier hat sicherlich geholfen. Das ist auch der Nilsson, der beste Artback-Spieler und denke ich mal auch Mitspieler von Schweden. Aber wir wissen nicht, warum er da jetzt so reingepairt worden ist. Denn hier ist so ein kleiner Gamble auch. Wenn Artback anfängt, ist ganz geil, dann können, glaube ich, einige Schaden machen. Aber Immo hatte hier den ersten Zug, konnte da direkt mit den Fliegern hier in die Ecke reinrauschen und da irgendwie 7 Chicken von 8 direkt rausnehmen. Also Wahnsinn. Und dann halt noch ein bisschen. Und deswegen machen sie jetzt das noch fertig. Es sieht aus, als wäre der Lachs hier gelutscht. Und von daher machen wir jetzt da, glaube ich, fast Punkte. Genau. Hier auch wieder interessantes Bild. Flo wurde in Imperiale Ritter reingeperrt. Und ja, durch ein paar Entscheidungen irgendwie mal hier so ein Bike, das in der ersten Runde überlebt, den Sarge und den Moralwerttest auch besteht und so weiter und so fort, war er in der Lage, hier primär direkt gut zu punkten. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade steht. Er hat, glaube ich, so eine Art Unentschieden vorgecastet, leichten Sieg vielleicht einfach auch, aber es sieht gut aus. Er fühlt sich confident und hat uns auch quasi nochmal einen Daumen so nach oben gezeigt. Ja, hier jetzt Wellmann Master 2. Einen Sieg gegen die Sisters abgegeben. Und wenn man das jetzt hier anschaut, von der Dominanz her auch der Sisters, der Craftworld sieht es gut aus. Matthias hier in seinem Element im Tunnel, noch viele Einheiten auf dem Feld. Hingegen bei den Sisters, die sind wohl in der zweiten Runde haben ein Bait genommen und sind weit ins Feld reingegangen. Das hat sich Matthias natürlich nicht lumpen lassen. Hawks immer gut eingesetzt und einfach hart gescored und hart abgeräumt. Also, wenn man sich das anschaut, das hier ist alles da auch schon tot. Genau. Am letzten Tisch haben wir unseren Terrier, den vietnamesischen Grinder, den wir hier richtig in die Elder-Geschichten reingeschmissen haben. Auch hier wieder Harlekine bekommen. Wahrscheinlich vom Player-Level so ein bisschen niedriger als Liam vorher. Und nicht ganz so aggressiv. Da habe ich mehr so ein bisschen, der hat das ein bisschen so flankenmäßig angegangen. Da war eine Flanke, ich hier und so weiter und so fort. Aber gut drauf noch, nach wie vor. Und ja, hier sieht es so aus, als ob er sich hier reingrindet. Sein Forecast steht auch noch. Wir sind natürlich schon weit vorgeschaut, aber ich denke, wir gehen auch davon aus, dass Martin hier abliefern wird. Insgesamt steht die Tendenz auf Sieg gegen Schweden, wie wir uns das erhofft haben oder auch wie wir dafür uns nochmal eingeschworen haben, gestern nochmal Panels durchgesprochen haben. Jetzt liegt es wirklich daran, wie Amerika das macht. Ja, wenn Polen nicht gewinnen sollte oder so, dann haben wir noch eine Chance auf den ersten Platz. Ansonsten wollen wir natürlich alles dafür geben, Vizemeister zu werden. Wir wollen unsere Hausaufgaben machen und wir wollen auch das Grande Finale gegen USA haben. Da sind wir jetzt, Leute. Gebt uns natürlich wie immer gerne Feedback, wie es ist, wie ihr das so auffangt und wie die Stimmung auch so rüberkommt. Das war jetzt quasi der Zweiteiler zu dem Spiel Schweden. Die Endergebnisse seht ihr dann wie immer auch in den Social Media hochgepostet. Hier ist der Command Squad, alle sind gut drauf und so sieht das jetzt aus. Von daher, Leute, wir sind hier jetzt gerade wieder raus und dann melden wir uns gleich. Oder ihr seht das Endergebnis auf Social Media und dann seht ihr uns im Video wieder, wenn wir in das letzte Spiel der Weltmeisterschaft 40K 2022 gehen, Leute. Wir sind hyped. Bis dann. All right, party people, I'm back here outside in the interviewing area with the man, the myth, the legend, you know, as some people say, the Tom Brady of, what was it, of 40K? Nick Nanavati from Art of War. I think many people of you know him, but thanks for taking a few minutes off here to chat with me. Of course, thanks Adrian, yeah, it's a pleasure. I love what you guys do. I love to see the scene growing in Germany too. Yeah. Excellent, happy to support. No, thank you so much.
the earliest supporters know that we have, that we had have him for an interview like if, when we just started ish. So that already showed that he also supported us when we were quite small. Now we grew a bit bigger and still he's here. Still here to support. Never gonna stop. never gonna stop. So this is not your first WTC, right? Well, first WTC, but no, I've been on ETC since 2012. So this, if COVID not happening, this would be my ninth year. Yeah, but I think this is your first year not playing, is it? First year not playing. I'm the coach of America this year. How do you feel about that? I kind of like it. I miss playing. I love playing, but like also, especially with our team, who the members of the team are, being a lot of Art of War and stuff, I feel like it's a good team for me to coach. I really like this job. Yeah, I mean, naturally, this is something that you already do in your, let's say, line of business. It's just a day of work. I mean, for the guys outside or out there who don't know, Nick is already logistically already. I think, when did you start out from the US? In Warhammer? No. Like when did you fly to Europe? I started my journey last Wednesday. Last Wednesday. I flew from Florida up to New Jersey. Yeah. Or sorry, Florida down to Miami. Yeah. Up to New Jersey to Iceland to Sweden to Amsterdam to Brussels. Now we're in Menlik. Yeah. Oh my God. And everywhere you met some people. We stole a leg from Amsterdam's dumpster. It's been a week. Can you imagine, guys, they have a leg from Amsterdam, they call it from a dumpster, right? We pulled it from the dumpster on like a right night out in Amsterdam. Yeah. It's here now. It's a beautiful female leg, but it has a male name. It's a mannequin. But it has a male name. Klaus. That's an interesting combination nowadays, right? He's our mascot. Now, overall, how do you feel like the vibe here in the WTC so far? It's amazing. This is my favorite event of the year every year. You see players you never get to see, people you never get the chance to interact with, and you all love the same hobby, so you're instantly friends. And it's the conglomeration of all the different nations and the top players and all that. It's so positive and awesome, and then it gets all competitive because we're all trying to represent our countries. And of course. It's just so fun. And what I also love about it has this certain level of intimacy also. Yeah. Because imagine if you had a tournament, I don't know, with, let's say, maybe LVO, right? I think still it's cool for you. And of course, in the end of the day, content creators are also normal people, right? Yeah. But still the chance of, you know, people wanting something from you or asking for this and that is a bit higher than here. I think it's a bit more relaxed, right? Yeah, definitely more relaxed. I also think the atmosphere in general is, you can lose a game in a team environment, it still matters a lot. So in a singles game, you lose and you're like, ah, crap. Here, you just get back on and you move forward. It's awesome. Yeah. You win together, you lose together. It's a different style because you play for the team, is it? And you have a different focus and a different role also, right? Mm-hmm. Yeah, for sure. And okay, let's maybe, of course, as a coach, and also we cannot go too deeply into tactics and all that stuff. But let's maybe look quickly at the 40K side overall. You've created like a baby, also like me and also my mate, Sel. Of course, it's your baby maybe is now already a teenager. I'm still 4 years old. I still have a baby. But apart from that, what's like currently your goals that you strive for in 40K overall? That's a great question. I want 40K to become more popular. Like, we love this hobby. Mm-hmm. We traveled the world for this hobby and made friends through it. Yeah. I want to share that with the world. Get more people to know what Warhammer is, enjoy Warhammer, make it more mainstream and approachable, and then more people will enjoy Warhammer. That's our goal. Yeah, I mean, that's the ultimate goal. But, okay, that's also what we do, of course. So that means like when we look at like tournaments or other stuff, that maybe is from the focus a bit aside. Yeah. Like, of course, you've won Adepticon, you've won this, you've won that. So that's not in the focus anymore. You go more for the meta goal. Yeah. I mean, I think it's great, you know, having event goals. Like, I want to win this. I mean, we're definitely trying to win WTC right now. Yeah. But, you know, at a certain point, you grow with the hobby, right? Like, the goals I had when I was 10, 12 are different to the goals when I was 17, 18 trying to compete for world champion. And now, I'm 28, I run this business, my goals are very different to that, and it's, you know, they just keep shifting. I've found, you know, I don't love necessarily making the most meta-breaking list the way I used to, but I find new and new ways to love and enjoy this hobby. Yeah, for sure. I mean, for those guys who don't know, I mean, also Nick started out this, let's say, business or this platform that he established from his parents in New Jersey. In their basement. Yeah, in their basement, where even that was a time at the beginning of 8th, where even I was taking a few lessons with him, with Iron Hands that time. And I could see, you know, you had the
it was, you were still able to be booked. Yeah. You had your Apple phones, you know, in the kitchen. And then we talk about the list and what we could do and all that stuff. Yeah. And now look where you are. No? Yeah. So it's an amazing journey, and you see what's possible even with this, let's say, niche hobby, right? Yeah. I mean, this taught me anything is possible. If you just follow your dreams, you can really do anything. Yeah. Yeah. Maybe to close out, I totally feel what you say in terms of we want to make this hobby more approachable, mm-hmm. want to make it more mainstream, and want to get more people into the hobby, and of course also retain them and make them more productive. Yeah. What is missing, you know, that, or what could we do to make it more approachable? Because, for example, just one example, when you make a Twitch stream, for some people it's too long because it's, you know, the game, as we know, we play 2.5 hours and you don't want to follow always from top perspective and that stuff. Well, I mean, some challenge we struggle with all the time as content creators. We've added a lot of camera angles, make it more of a show production type thing, so it's fun to watch. Being entertaining, it's not just about the game, it's how you present the game. I think that's mm-hmm. a big thing. If you look at like the Warhammer TV streams I do for Games Workshop as the commentator, most, I would say about half of the like thousands of viewers we have live watching, half of them don't know what Warhammer is. Is it? So we really have to dial it back into English to just teach someone, rather than speaking very technically about the rules, what is happening, just generally these guys are attacking those guys. And this is the strategy, this is why he's doing it. And you use a more general, approachable language instead of like the actual Warhammer technical terms, and that helps a lot. That's a very good point also. I think it could also apply very well to the German market. Yeah. And I think also one of the thoughts that I have, it's crazy, you know, we have France as a neighbor country-wise, similar, you know, in terms of inhabitants and all that stuff, mm-hmm. but the community is so much more intense, you know. They have 1,200 player events, no problem. Yeah. They have, 60,000 subscribers, but 20,000 live viewers. Viewers, yeah. That's insane, you know? That's even more than GW. You know? I remember when I first started this Art of War thing a couple of years ago, I was pitching the idea. I was like, yeah, we can get like 1,000 people live viewing in a bit, like once we build up a following, I think that's reasonable. Yeah. People laughed at us. They were like, it was a joke. People, like 20 to 30 people, that's what you get watching a Warhammer stream, and I'm talking about thousands. 2 years later, we have thousands. Yeah. So, what's going to happen in 2 more years? Yes, but that's always, you know, when you do something yourself, of course, at the beginning you say, you cannot do it, or did you think about the risk, did you think about that, but that's where you have to push through. That's Nick totally right about it. And I think maybe to really finally close out, I think we have to go a bit away from the just looking at tournaments. We have to create like experiences, like events. Experiences, like everything around it also. That's why this one is so fun. It's an entire experience. Yeah. And even if you go like, okay, Vegas makes it a bit easier, right? Yeah, right. Because you go there, you play, okay, maybe it was not your tournament, you can still go to the casino or whatever, right? Yeah. But even if it's in other cities, maybe try to, I don't know, do some entertainment around, and I think that can be also something to bridge the gap, right? Yeah, for sure. Yeah. Nick, thank you very much for taking your time. Thank you. Do you have something last you want to say to the German audience? You just keep on creating the content and playing 40K and loving the hobby. It's the more it grows, the better it all is. You guys are wonderful. I love the Germans. I've played it many times in the years. Yeah. Hopefully we play again. Yeah, 100%. Guys, if you don't know, check out Art of War 40K. They're the equivalent to us, but a little bit bigger, a little bit broader, and a bit more professional. And still, I think, I'm sure you can find some value here and there. So, liebe Leute, wir sind wieder back. Es kam, wie es kommen musste, sollte. Wir hatten hier gerade eine intensive Pairing-Session mit Amerika, USA, die Vereinigten Staaten. Es ist angerichtet. Das Grande Finale nochmal hier für das Team Germany. Pairing ist jetzt gerade vorbei. Wir haben da auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit gespart, weil wir früher angefangen haben. Und die Jungs sind heiß für die letzte Runde. Jetzt Runde 7 hier auf den World Championships in Warhammer 40K 2022 in Belgien, Mechelen. Deswegen, let's go. Wir tauchen direkt rein. Wir haben hier am ersten Tisch Mr. Vanilla gegen Micha. Und zwar ein Tyranid Mirror. Ja, das Tyranid Mirror ist hier auf jeden Fall am Start. Wir sind gespannt, wir drücken Micha die Daumen, dass er hier wieder abliefert und auf jeden Fall für das Team scored. Das ist das Ziel und das ist der Weg. Dann haben wir hier Mr. Mark Perry, das wilde Biest gegen unser wildes Biest, und zwar den Matthias Bellmann, auf jeden Fall am Start. Elder gegen Necrons rein. Mal gucken, ob wir das gut gepairt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass Matthias hier auch von seinem Skill her nochmal einiges rausholt. Also richtig, richtig geile Sache. Ich denke, auch eine gute Platte für ihn, das braucht er einfach immer als Elder, ganz normal. Dann gehen wir weiter. Hier Tisch 3 ist Fritz mit seinen Necrons am Start gegen Brandon Grant. Der ist ja als Astra-Spieler verschrien, aber jetzt nach einiger Zeit schon auf Sisters of Battle umgeschwenkt. Die beiden sind jetzt hier gerade am Start, tauschen auch nochmal Würfel aus. Das ist hier auch eine Sitte, kann man so sagen.
ja, ist ein schwieriges Matchup, weil Sisters auch gut scoren. Ich hoffe, Fritz kann hier nochmal einiges machen und für uns gut scoren, die Flieger gut einsetzen und solche Dinge. Da bauen wir auch auf seine ganze Erfahrung richtig geil. Ihr hört nämlich einfach auch, ich bin schon heiser hier von den ganzen Huddle, von den Kreisen schreien und das alles richtig nice. Hier haben wir kein internes deutsches Sparring, sondern der gute alte John hat schon das Trikot mit Bell getauscht und trägt das jetzt hier entsprechend. Bell sehen wir ja auch nochmal, der hat auf jeden Fall Slimfit am Start. Wir haben es geschafft, und zwar Death Guard in die... Wir haben es geschafft, ja, die haben gerade ich musste mithören als Christoph, die haben gerade die Tanglefoot-Granate diskutiert. Ich glaube nicht, dass Death Guard die auch ignoriert, aber muss man nochmal besprechen. Martin, unser Wadenbeißer, unser Scorer, eine der Säulen, der sich richtig reingegrindet hat, spielt gegen John Lennon und seine Custodes-Botliste, die bisher richtig gut abgeliefert hat. Wir hoffen hier, dass Martin hier richtig reinschwitzen kann und das richtig geil den ganzen Loot aus den ganzen goldenen Körpern rausholen kann. Richtig nice. Die bauen gerade auf. Ich hole gleich Calvin. Dann haben wir hier Mr. Siegler, eigentlich den Halbdeutschen hier, Richard Siegler, gegen Fritz, gegen Viking Heads. Was ist los hier? Drukhari in Atmec. Hier werden wir auf jeden Fall die ganze Expertise von Fred brauchen, um hier auf jeden Fall gut zu scoren, denn der Richard ist auf jeden Fall ein Scorer der guten alten Amerikaner an dieser Stelle. Richtig nice. Bin ich mal gespannt, wie sich das hier ausgeht, wie die beiden das spielen. Richtig, richtig nice. Man merkt einfach, dieser Hexenkessel kocht fast über an Emotionen hier für uns. Sean haben wir hier am Start, der spielt mit seinem Blood Angels, normalerweise auch Elder-Spieler, aber gegen Flojo mit seinem GSC. Das wird ein toughes Matchup für ihn. So ein bisschen unter dem Bus-Style fürs Team. Mal gucken, was er da rausschwitzen kann für uns. We believe. We believe. Und weiter geht's hier. Da sehen wir nicht Mr. John Lennon, sondern das ist Belmondo, der hier jetzt gegen Brad Chester spielen wird. Brad Chester mit seinen Elder gegen Sisters. Mal gucken. Also quasi umgekehrt jetzt hier. Ja, da vertrauen wir auf jeden Fall in Bell auch und all die Erfahrungen, die er aus diesen ganzen Matches jetzt gesammelt hat, vor allen Dingen unter diesen Bedingungen. Genau, ja. Jetzt sehen wir jetzt hier die beiden nochmal. Redchester immer gut drauf. Macht auf jeden Fall richtig gute Stimmung. Richtig, very nice, amazing. Und am letzten Tisch haben wir Imo. Wir haben hier einen kleinen Gamble am Start. Imo, Coinflip, Tau gegen Tau, beide Bomber, beide Hammerheads und so weiter und so fort. Alle gehen ab. Also, wenn es einen Würfelgott gibt, dann brauchen wir ihn jetzt, dass wir hier da auch anfangen. Das wäre richtig, richtig nice. Schauen wir mal, wie es läuft. Einfach Gas geben, einfach durchziehen. Das ist das Pairing. Ihr wisst auch, je höher man steigt quasi, desto dünner wird die Luft. Und da kann man alles nicht mehr safe spielen oder safe pairen. Das heißt, man muss auch hier und da Risiken eingehen. Das machen wir auf jeden Fall, weil wir so hoch platzieren wollen wie möglich. Wir wollen es schaffen, in die Top 3 zu kommen. Und dafür muss man einfach hier und da ein Risiko nehmen und in die Spieler vertrauen und in die Würfel vertrauen. Denn das ist auch, was wir hier bei Kings of the Hill natürlich auch machen. Würfeln ist eine unserer Spezialgebiete. Von daher, let's go, Leute. Drückt uns die Daumen. Wenn ihr hier im Hintergrund hier und da mal Schreie hört, das sind die anderen Huddles, die Versammlungskreise, wo dann geschrien wird. Aber keiner ist so laut wie unserer. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, in einem der vorigen Videos habe ich es auch einmal mitgenommen, dass ihr jetzt immer ein Gefühl dafür bekommt, wie das läuft. Von daher, das ist die Situation. Wir sind ready. Alle Spieler haben Wasser. Alle Spieler haben alles, was sie brauchen. Jetzt geht es nur noch daran, dass sie nur noch liefern müssen. Deswegen drückt uns die Daumen, wenn ihr es hier auch seht. Ich hoffe, ihr kriegt den Vibe mit. Und wie immer, ich hoffe auch, dass ihr in den Comments mal da lasst, wie ihr es findet, wie es so rüberkommt, weil ich bin auf jeden Fall excited. Ich bin euer Ramses von den Kings of the Hill. Ich werde jetzt hier wieder weitermachen, das Team unterstützen, da wo es unterstützt werden muss, coachen, da wo gecoacht werden muss. Und dann gehen wir rein. Oh, ich würde so gerne selber zocken, sage ich euch. Also da brennt es mir unter den Nägeln. Das ist auch schon überhaupt heute der Tag, wo es um die Wurst geht. Hätte ich so Bock zu zocken einfach mit einer Fraktion, die mich auch bockt oder wo ich das Team irgendwie richtig geil erweitern oder unterstützen könnte. Aber nächstes Jahr greife ich, denke ich mal, an. Und deswegen sind wir jetzt erstmal raus mit aus. Art of War Dice habe ich schon lange. Oh. Von daher. Bis später, Leute. David, vielleicht nutzen wir nochmal die Situation. Jetzt hier ganz kurz, wo ich den David hier habe nochmal. Ja. Wie schätzt du das Pairing ein? Und was war der Moment, wo du gesagt hast, da lass ich auch nicht mit mir reden? Das würde mich nochmal interessieren. Das war, glaube ich, gleich im ersten Pairing, ja. Als ich unbedingt Matthias diesmal in das sichere Matchup kriegen wollte und nicht wieder in diesen Coinflip, das, was wir gegen Polen gemacht haben. Da hat Matthias und Fred gesagt, nee, sie glauben, das kann funktionieren. Da bin ich nachgegangen und das fand ich cool. Do we want to have the flip coin against Richard Siegler from Dakari? Yes, go for it. Und da sind wir nicht für die sicheren Punkte gegangen.
Und das haben wir diesmal anders gemacht. Da wollte ich diesmal keine Diskussion haben, da wollte ich die sicheren Punkte nehmen, weil ich glaube, Matthias ist da einer von denen, die auch einfach am Tisch den Gegner Paroli bieten können, auch wenn es ein hartes Match ist, und die Punkte einfallen. Und jetzt hat er auch ein besseres Matchup, ne? Und jetzt hat er ein gutes Matchup. Jetzt muss er halt auch liefern. Ja, ja, klar. Wir haben auch gesagt, er muss jetzt höher liefern, als er eingeschätzt hat. Auch ja. Das ist klar, aber ja. Insgesamt, ich meine, Pairing, wir sind jetzt hier im Grande Finale. Was für ein Gefühl gehst du jetzt da raus? Also das Draw, also wir haben ungefähr auf dem Draw gepairt, aber mit zwei Coinflips im Pairing. Und Fred hat gerade das Go bekommen für einen dritten Coinflip, sodass wir letztendlich dreimal Coinflip spielen. Deutsch untypisch, gehen wir jetzt auch mal all in hier, ne? Ja. Okay. Das heißt, also wir haben halt das Tau Mirror, was ganz klassisch Coinflip ist. Wer das anfängt, liegt einfach sehr, sehr weit vorne. Ja. Tyra gegen Bloodies ist wieder ein Coinflip. Auch das wird sehr hoch in eine der beiden Richtungen swingen. Also du meinst GSC gegen Bloodies, ne? Ja, ja, GSC bloß. Was hab ich? Ja, Tyra. Ja, okay. Genau. Ich glaube, dass wir das Tyra-Matchup gewinnen können. Das haben wir letztes Mal gezeigt. Das wird diesmal nicht 20 Punkte. Das ist auch klar. Aber das wird wieder ein hoher Sieg. Und es wird zumindest ein Sieg. Und jetzt die Drukhari, wenn sie einen Coinflip bauen können. Es war halt vorher auf 3 plus geschätzt. Also 3 mit der Chance auf einen Draw. Und wir gehen jetzt auf den Coinflip und sagen, okay, lass es uns jetzt probieren, wenn ich mehr holen kann. Geil. Daumen sind gedrückt, wir fangen an zu beten. Jetzt geht's Gas und danke dir. Wir legen jetzt los. Bevor wir doch jetzt hier ganz aufhören, nehmen wir nochmal hier den Head of Logistics mit. Ja. David, wie ich jetzt ja, der. Ja, ich spreche Deutsch sehr gut, habe Deutsch gelernt. Ja, ich spreche jetzt lieber auf Deutsch. Okay. Ja. Wie nimmst du es mit jetzt auch vor allen Dingen die Reise, sag ich mal, von den 2 Tagen bisher? Und jetzt sind wir natürlich im letzten Spiel angekommen. Hier Grande Finale jetzt. Was meinst du? Was geht in dir so vor? Erstmal ist ein Mega-Event. Die Eindrücke sind echt überwältigend. Das ist hier super heiß drin und man ist so am Wegschwitzen, aber man schwitzt hier irgendwie gemeinsam als Team und kämpft in jedem Punkt. Wir haben hier das Gefühl, dass wir jedes Wasser, was wir an den Tisch bringen, irgendwie in einen Punkt reinspielt. Ja. Oh, ja, warte mal. Ja, klar. Ja, okay. Und jeder einzelne von uns hat hier einen Teil dazu beigetragen, da wo wir jetzt sind. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie weniger oder mehr wert bin. Also wir sind einfach ein Team. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam und macht mega Bock einfach nur. Richtig. Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, unabhängig davon sind die Aufgaben ja immer relativ klar verteilt. Bei mir ist auch noch eine hybride Aufgabe und da geht ja auch noch mal ein bisschen in die eine oder andere Richtung, auch noch mal mehr, auch mit den Spielern, auch mit den Fraktionen, wo ich mich auskenne. Aber insgesamt hat man einfach das Gefühl, wir verstehen uns hier alle mega. Wir hatten auf jeden Fall, so wie es halt ging in dem Rahmen, ist ja wirklich viel Disziplin dabei. Vor den Spielen bereiten, nach den Spielen nachbereiten und so bis spät und hier und da ist nicht mal, und da ist nicht irgendwie Rockstar mit Saufen und alles und so, das ist gar nicht mal so möglich. Deswegen sind wir, glaube ich, in den paar Stunden, Tagen hier gut zusammengewachsen und sorgen für eine gute Stimmung im Team, was einfach auch wichtig ist, um so eine Weltmeisterschaft cool durchzustehen, weil wer weiß, ob man sich jemals wieder in dieser Konstellation auch wiederfindet und deswegen kann ich David nur beipflichten, das ist ein richtig geiles Event. Und denkst du schon an die Rückfahrt oder? Oh, die Rückfahrt habe ich gar keinen Bock drauf, ey. Wenn wir hier 19 Uhr raus sind und ich dann ab nach Berlin düse, sind so 8-9 Stunden, morgen früh wieder ackern gehen. Ja. Ja, aber da sieht man mal, was das hier für ein Einsatz von uns allen ist. Ne? Ja. Also. Und dir geht es, glaube ich, ähnlich wie mir. Du hättest auch Bock zu zocken oder was, ne? Ich bin hier heiß wie Frittenfett. Also man sieht hier richtig coole Ideen. Ja, man will hier einfach seine Liste selber mal testen. Überlegt dann so, das, was ich aktuell spiele, könnte dagegen auch gewinnen oder auch nicht. Ne? Und man sieht hier super viele Spieler, die sehr, sehr erfahren sind, einfach, wo man Bock drauf hätte. Ja. Danke auf jeden Fall, mein Lieber. Wir geben jetzt weiter Gas und bis später, wenn ein bisschen eine Tendenz zu sehen ist, dann melden wir uns zurück. Bis dahin. Ciao, Kakao. Ciao. So Leute, für das Grande Finale hier melden wir uns natürlich auch noch mal einmal mehr als sonst gewohnt. Also wir haben jetzt so die Züge 1, 2 sind jetzt hier und da schon durch, muss man sagen. Es ist wirklich ein Nailbiter. Also leider muss man sagen, wir hatten 3 Coinflips. Die Spannung scheint jetzt unermächtig und die sind alle 3 nicht so gut gelaufen. Kommen wir aber gleich mal zu. Hier haben wir Micha, der auf jeden Fall jetzt seinen zweiten Zug macht und da Sachen machen will. Genau. Der hat leider ein bisschen runter korrigiert. Wir haben gehofft, dass er jetzt irgendwie hier ist. Mal gucken, wie es aber jetzt noch weitergeht und wie erstmal das Spiel weiter läuft. Das wird sehr spannend zu sehen. Genau, hier im zweiten Spiel mit Bellmann.
Mit Quark kann man jetzt noch nicht viel sagen weiter. Er hat seine Plays gemacht. Hier war aber jetzt auch quasi kein Coinflip oder so. Genau, hier sieht es jetzt erstmal weiter aus, dass er hier alles noch so stehen hat, wie er es möchte und sich quasi die Kämpfe noch ein bisschen aussuchen kann. Man muss da gucken, wie hoch halt die, die Necrons auch an dieser Stelle scoren. Deswegen hier kann man jetzt gar noch nicht viel mehr sagen. Die müssen gerade Regelfrage. So, dann haben wir hier Brandon Grant gegen Fritz. Die sind, glaube ich, ein bisschen weiter hinten dran. Und ja, genau, aber hier Silent King doch ein bisschen weiter vorne. Mal gucken, Flieger beide noch da. Ich glaube, die laufen auch erstmal nicht Gefahr, irgendwie da angegangen zu werden. Und genau, der Castigator da hat schon ein bisschen Schaden genommen. Aber ansonsten kann man jetzt hier auch noch nicht weiter was sagen zum Scoring. Sieht es nach wie vor aus, das, was Fritz da uns quasi versprochen hat oder gesagt hat. Genau, im nächsten Spiel haben wir Martin, der hier mit John Lennon richtig hart am Grinden ist. Also er hat schon gut gesaved, aber er hat schon den einen oder anderen Marine verloren. Man muss gucken, wo jetzt hier irgendwie was ankommt oder was jetzt so geht, wie er die Marker auch spielen will. Vor allem der Marker hier. Jetzt haben wir gerade Josh, der hier einspringt, weil John gerade auf Toilette ist. Genau, hier nochmal sein ganzer Pulk. Er wird hier auf jeden Fall noch weiter ballern. Wir müssen mal wirklich schauen, wie es jetzt ausgeht. Vor allem von den Punkten her ist das echt eine interessante Partie. Wir hoffen, dass Martin uns hier wirklich den einen oder anderen Punkt rausgrindet. Da haben wir wirklich große Hoffnung und die brauchen wir auch wirklich vehement. Ja, in dieser Platte haben wir Fred gegen Richard Siegler. Der ist wohl auch gerade in der Pause kurz ausruhen. Kann man noch nicht so viel sagen. Fred hat leider einen Flieger schon verloren. Und der andere ist in Reserve. Deswegen, ja, ist noch nicht viel. Warum Jack hier sitzt, sagen wir gleich nochmal. Ja, Flo hier gegen Sean Layden mit seinen GSC. Man muss nochmal gucken. Ja, er sagt es eigentlich okay, aber man muss erstmal wirklich gucken, was jetzt hier passiert, wie er was machen will, wie er was aufdröseln will. Wirklich spannend. Ja, schauen wir mal. Wir hoffen, dass hier ein bisschen die Unkenntnis über GSC, weil Sean einfach ein guter Spieler ist und dass die Unkenntnis hier so ein bisschen hilft über die GSC-Armee oder das Training. Das ist so ein Faktor, auf den wir bauen. Mal gucken. Bell hat hier auf jeden Fall nach wie vor das, was er will oder was er gesagt hat. Es ist ein schwieriges Matchup. Er hat, glaube ich, ein bisschen aufgedreht. Mal gucken, was er das verwandeln kann. Brad gibt hier auf jeden Fall Gas, nicht nur an der Platte. Aber ja, bei dem Major hilft sowas ja auch immer, muss man sagen. Und ja, hier mal schön. Es sind ein paar kleine Talks, deswegen kann man da auch noch nicht mehr sagen. Ja, und am letzten Tisch ist das Spiel leider schon vorbei. Wir hatten hier den Coinflip, den hat Immo leider verloren, den Coinflip. Ja, dann ist der Jack mit seiner ganzen Armee darüber gerast und hat ihm quasi im ersten Zug die Armee quasi größtenteils ausgelöscht. Da kann man dann nicht mehr viel machen, ist halt schade. Und ja, schade, dass wir den Coinflip nicht gewonnen haben. Da wäre mal so ein Kings of the Hill Würfel 6 richtig geil gewesen. Immo, da hast du nicht den Kings of the Hill 6 Würfel benutzt, ne, für den Roll-Off? Okay, das machen wir nächstes Mal. Ja, ich habe kurz überlegt, aber dann hatte ich auch Angst, wenn wir das machen, dann habe ich auch eine Schuld oder einen Anteil in der Partie, ne? Ach, das wäre okay gewesen. Ja, okay. Ja, wir müssen mal kurz den Tisch hier abdecken, da gehen wir mal hin. Und genau, deswegen Leute, bis gleich. Ja, liebe Leute, sorry, ich musste da kurz aushelfen, ein bisschen aufpassen, ein bisschen genau ein paar Sachen machen, die man dann als Coach so macht. Aber es geht weiter. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Leute, drückt uns einfach die Daumen. Wir hoffen wirklich, da wir jetzt natürlich mit dem Tau Mirror, das halt nicht in unsere Favor gelaufen ist, so ein bisschen hinten dran sind, deutlich, dass die anderen Spieler das jetzt kompensieren. Alle sollen Gas geben, sollen gucken, wo sind die Lücken, wo kann ich nochmal irgendwie hier das ein oder andere machen und tun. Und deswegen, ja, Leute, ihr solltet den Vibe mitführen, auch jetzt hier im Nachhinein, wenn ihr es seht, einfach nur verstehen, wie intensiv das hier ist, wie es abgeht, wie man als Team denkt, okay, wo kann ich was machen, wie kann ich etwas machen und genau, jeder hat hier seine Rolle zu tragen und wir geben alle Gas. Guck mal, Lim massiert hier sogar den Gegner, also jetzt wird es hier wirklich langsam wild. Cringe! Ja, leider. Und ja, deswegen, drückt uns die Daumen. Wir sind erstmal raus, ich wechsle mal die Batterie aus und dann bis später, Leute. So, wir kommen noch mal ein drittes Mal zurück, Leute. Wir sind jetzt in den meisten Spielen in Zug 4, 5. Ja, die Tendenz, es sieht nicht so gut aus, muss man sagen, an dieser Stelle. Wir müssen noch mal wirklich in die Analyse gehen, aber hier am ersten Tisch hat Micha tatsächlich gegen die Tyrannien verloren, obwohl er die als gutes Matchup gesehen hat.
ja, gewisse Züge mit extremen Würfelergebnissen sind hier zur Debatte, aber ja, da muss man nochmal über den Gameplan sprechen generell. Ich glaube, er hat 7-13 hier quasi verloren. Matthias hat solide 14-6 hier gegen Mark Perry geholt, auf jeden Fall stark wieder geliefert, so zuverlässig, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Dann haben wir hier Fritz, der auch nochmal hochgedreht hat auf, ja, Grand meinte zu mir, es wird auf mindestens 18 Punkte hinauslaufen, ja, vielleicht kann er sogar mehr machen, Fritz ist alles zuzutrauen, der auf jeden Fall auch eine Bank durch dieses Turnier weg gewesen, also Wahnsinn. Hier so ein grindy Spiel, wo echt der John wirklich mit den Bots alles so gefühlt weggesaved hat, was geht. Einfach unzerstörbar mit dem Punkt. Muss er mal gucken, es läuft hier eher so auf den Unentschieden hinaus. Er will jetzt nochmal alle Box dort verstecken und zu gucken, wie das in den Punkten aussieht. Aber ja, mal gucken, ob einer hier so ein bisschen die, wir brauchen jeden Punkt, für sich holen kann. Dann haben wir Fred gegen Richard Siegler. Ja, da hat er bereits schon runtergedreht von 3 auf 2. Also quasi, ja, eine relativ starke Niederlage. Also die schenken sich hier wirklich nichts, das sieht alles richtig immer geil aus, geplant von Richard, muss man einfach sagen. Und da sind wir hier noch in den Zügen, da kann man jetzt noch nicht aber genau was sagen. Dann haben wir noch hier einmal Amerika, Sean Naden, Captain. Flo hatte auf 3 runtergedreht, jetzt wieder auf 4, man muss da gucken. Anscheinend wirklich hier, ob jetzt wer jetzt hier die Nase vorn hat und quasi nochmal Punkte für sein jeweiliges Team generieren kann. Das ist für mich auch noch nicht so ganz klar. Das kann jetzt in beide Richtungen hier nochmal gehen, aber von der Kontrolle her sieht es gut aus, auch bezüglich der Primary, aber da wird Flo uns gleich mehr nochmal zu sagen, denke ich. Aber es ist wirklich, wirklich hitzig. Und hier geht es halt nochmal richtig heiß her, weil der amerikanische Spieler einfach, ja, die ganzen paar Diskussionen einfach von der Sauberkeit des Spiels oder auch ein paar Sachen wurden durcheinander gebracht, deswegen wurde jetzt hier auch noch ein bisschen Begleitung. Coach Nick spielt mit und genau, Endergebnis steht fest. What's the end result? 10-10. 10-10. Ja, 10-10 hier gemacht. Ich denke mal, damit können wir leben, weil das, glaube ich, auf 3 genommen hatte. Und deswegen schauen wir mal weiter, wie es läuft. Und ja, das ist jetzt hier nochmal kurz das, Leute. Wir sehen uns später. Ihr kriegt das Ergebnis auf jeden Fall am Ende mit. Und ich bin erstmal raus. Es ist einfach nur so spannend. Und man ärgert sich. Wir haben halt wirklich von den 3 Coinflips, die wir gelegt haben, nicht einen einzigen bekommen. Das macht halt einfach irgendwie traurig. Weil einer hätte mindestens mal drin sein können. Vielleicht sogar 2. Kings of the Hill Style. Aber naja, es ist wie es ist. Ihr werdet das Endergebnis gleich sehen. Entweder siegen oder sterben. Bis dahin, Leute. Ciao. Alter, nee, noch nicht leider. Leute, Leute! Hä? Dritter oder Zweiter? Ich glaube Dritter, aber ist doch egal. Einfach nur. Leute, ihr hört es schon. Die Emotionen kochen über Mr. Pairing hier. Das kam wirklich bis auf den letzten Punkt an, ne? Das ist, safe, ist offiziell jetzt. Draw, ja, ne? Wir hatten 2-4, einfach. Okay, aber wir haben Draw, ne? Ja, ja. Und damit, sind wir auf jeden Fall auf dem Treppchen. Dritter. Richtig geil. Also mehr als wir. Oder die Polen sind vor uns. Genau, Polen sind vor uns. Und Australien gewinnt das Ding hier. Deswegen, ich gehe noch einmal rum, Leute. Das ist der Wahnsinn. Das ging noch bis hier um den letzten Punkt, bis zum letzten Spiel, wo Fred noch gespielt hatte. Wahnsinn, ey. Wir haben uns gefreut, als hätten wir das Ding hier geholt. Richtig geile Sache. Komm, Leila, Digga! Sehr, sehr geil. Richtig geil, alle. Micha dachte schon. Micha, was dachtest du? Ja, Thema. Ich dachte, Thema wäre durch. Ja. Ich wurde komplett weggeknüffelt. Mein Gegner Anthony, glaube ich, ist in jede fucking Falle gegangen, die ich ihm gestellt habe, und er hat sich so rausgekniffelt und am Ende trotzdem 13-7, nur selbst der letzte Smite tötet auch einen Punkt, mein Mortrax, das wären 11-9 auch noch gewesen, die 2 Punkte, und jetzt ist Fred das Ding geholt hat. Yeah! Hast du da irgendwie Sorge gehabt, dass du vielleicht irgendwie, nee, ne? Okay. Keiner guckt in meine Hose, aber... Genau. Keiner guckt in die Hose. Und Martin, der Grinder des Turnieres, kann man sagen. Wir haben beide kaum noch eine Stimme. Auch gegen John Lennon jetzt, ne? Ich durfte gegen John Lennon spielen, Mann. Den kennst du sonst noch aus Funk und Fernsehen. Er hat sogar geweint. Der war richtig traurig gerade. Wir haben ein richtig hartes Spiel gehabt. Also ich muss sagen, absoluter Pro. Ja, top richtig, Pro. Richtig geil. Und geil, Gentleman. Gesaved, habt ihr beide irgendwie geil gesaved gefühlt, ne? Ja, sie haben noch vom Vorfeld gesagt, die Death Guard ist die schlechteste Liste. Ja. 11-9 John Lennon besiegt. Ja, geil, Digga. Voll richtig geil. Geil. Und der Grinder und der Elder Killer des Turniers. Martin, wir sind stolz auf dich. Kuss auf die Nuss. Ich guck mal weiter. Das ganze Team. Geil. Geil.
Immo, was sagst du? Wow! Was sagst du? Sehr gut. Erste WTC. Krass, Mann. Krass. Na, fahren wir mal. Sorry. Wenn man die Möglichkeit hat, dann teilt es immer auf jeden Fall. Die Stimmung ist der Hammer. Die Leute sind alle geil. Super coole Spieler. Einfach Hammer. Perfekt. Immer wieder gerne. Weiter so, mein Lieber. Geil auf jeden Fall. Good job. Good job. Flo Joe. Ja. Es kam wirklich bis aus der letzten Rille, da mussten wir das Ding da reinlöten. Du hast auf jeden Fall auch Anteil da dran gehabt. GSC nochmal hier gut performt. Was sagst du, mein Lieber? Ja, wie voll war das geil. Das nochmal für dich? Sean sagte, erste Niederlage seit Serbien. Ja. Also ist schon was her, glaube ich. Kann man sich da was einbilden, ja? War ein gutes Spiel. 11-9 gewonnen. Jetzt machen wir nicht hier so auf ARD und Emotionen. Nein, ist voll geil, Mann! Ja! Ja geil, ich weiß noch nicht, ob wir Zweiter sind. Wir sind Dritter. Dritter wahrscheinlich. Nein, Polen hat mehr gepunktet und so, okay. Aber Treppchen am Start. Baby! Baby! Voll geil. So. Deswegen ist. Kannst du mal hier. So, hier. Der Kommandostab hier liegt sich in den Armen, nackt. Leben ganz kurz nur. Momentaufnahme aus der. Ja? Ganz paar Worte nur, dass die Emotionen schnell festhalten. Das Team ist das Geilste. Wir sind Dritter, wir sind ein neues Team. Wir machen alles transparent. Wir wollten uns beweisen, wir haben uns bewiesen. Wir sind mega stolz auf jeden Einzelnen, auf jeden Spieler, auf jeden Supporter, auf alle da draußen. Mega. Danke für die Arbeit, die du gemacht hast, Digga. Richtig geil. Hast du dir verdient. Danke. Als Captain, Megaprojekt. Und das ist England weiter. Und das ist dein Lohn. Dankeschön. Also, bis später. Hau rein. Dankeschön. Fritz, ey. Oh, ja, aber das ist sehr emotionslos hier. Was sagst du? Letztes Game hier nochmal. Auf der letzten Rille haben wir jetzt hier nochmal das Draw geholt. Ja, war auch gut. Ich war gegen Sisters dran. Er hat das Spiel meiner Meinung nach viel zu aggressiv gespielt. Geht auch, glaube ich, gegen andere Necronlisten kann das auch so spielen. Und echt steamrollen. Aber er hatte nicht auf dem Schirm, haben wir ein paar Moves nochmal anders machen lassen, weil ich es ihm erklärt hatte von Regeln und so. Es war auch super fair, dass ich ihn halt sein Scout Rhino blocken konnte mit sechs Albträumen, die ich so platziert hatte. Und vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss, wie ratest du oder wie stufst du so diese ETC, WTC in deinen bisherigen ein, so vom Feeling und von der ganzen Erfahrung her? Es war ein sehr guter Start für sehr viele neue Leute. Ja. Ich habe manchmal mir schon gefragt, ob ich bei einigen Themen noch mehr hätte einbringen sollen. Ja. Mit ein paar Sachen, die wir vielleicht anders laufen sollten, damit wir die nicht gemacht hätten hier und da. Deine Erfahrung, nein. Ne? Ja. Okay. Aber normalerweise, ich habe sonst genug um die Ohren und bin immer froh, wenn ich einmal vor die Cam abschalten und zocken kann. Danke für die geile Leistung, war es auf jeden Fall eine der Säulen. Hammer, Hammer. Okay. Wir gehen jetzt einmal alle raus. Okay. Einmal alle raus. Ja. Fred, während wir hier so einpacken, ganz kurz eine Momentaufnahme, Gefühl beschreiben und so weiter und so fort. Fix und fertig. Fix und fertig. Komplett fertig, Alter. Aber ich wusste gar nicht, was passiert ist. Ich wusste nicht, was ist. Ihr habt plötzlich alle geschrien. Ist auch gut. Ja, wird geschrien, Alter, gut. Was? Aber geil, du hast den Lachs zugemacht, sauber. Neben dem Captain hier den Fußballbecher. Ich habe keinen größeren Eimer über den Kopf. Safe, das nehmen wir mit. Oh, das haben wir gefeiert. Wie als wäre es. Naked man everywhere. Manni, Ehrenmann. Ehrenmann. You told me. Really good. David. David. Oh fuck. Okay. Ja, machen wir mal kurz. Ja, okay. Suits you very well, man. Jesus. Double German. Welcome to Germany. Let's talk salaries. La 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 la, denn sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 la.
Digga. Eierhart wie Glasmummel. Eierhart wie Glasmummel seid ihr mal. It's over, Digga. It's over. Es ist alles offiziell auch im BCP und alles. Wir sind Dritter oder was? Alles Dritter. Ganz normaler Tag. Nee, Polen ist vor uns, glaube ich. Lass dir mal zeigen. Lass dir mal zeigen. Was zeigen? Du Wichser jetzt, Mensch. Das ist mein Matti Schlimmer Schuld. Matti. Dafür mussten wir jetzt rauskommen. Mein Bruder ist da kein größerer Eimerstand. Achso? Nee. Genau, und jetzt ziehen wir uns alle aus. So. Machen wir jetzt, was ist jetzt so hier? Also, wir müssen jetzt noch... Ja, das war so der Deutsche. Oh, jetzt kommt das Seriöse hier alles. Okay. Das wolltest du deswegen raus? Ja, ich wollte das nicht drin machen. Okay. Ich dachte... Was. Germany. Let's fucking go, Digga! Let's fucking go! Let's fucking go! Awesome! Mit deinem roten Shirt, Digga! 1, 2, 3, und... Jetzt ist sein Handy weg, Fred. Hold it! Nice, guys. Nice. Aha, Australia. Very nice. Dziękuję. It is my greatest honor to present the inaugural World Sports Champions, Australia! Well done, guys. Good job. Well done, guys. Mal Laila singen. Eigentlich müssen wir noch mal Laila singen. Was sagst du? Ja, mega. Das ist leider geil, verdient. Muss man sagen, Maschallah. Muss man sagen. Nick hier, Sportsmanship 3000 auch. Geil. Was war's jetzt, oder? Ich glaube, wenn wir das Trophäen nehmen und so. Das war die Siegerehrung, oder? Ja. Machen wir mal, ne? Okay, Leute. Das war die WTC-Siegerehrung. So.
Tschüss.